Hallo Stream! Hallo Marion! Midmoons Guild Raid! Lasst euch das auf der Zunge zergehen! Midmoons Guild Raid! Mal wieder! Hier sehen Sie, wie man wipen kann beim ersten Boss viermal. Was da Blödsinn? Beim Trash? Beim Trash, ja. Der Weg zum ersten Boss in der Nachtfestung. Wieder und wieder und wieder Random Epics farmen. Man farmt gar keinen Ruf in den neuen Dungeons, habe ich letztens festgestellt. Hallo Stream! Ich sag's nochmal, willkommen zum Midmoons Guild Raid! Ich wiederhole es wieder, Midmoons Guild Raid! Best Raid ever! Genau, okay. Bist du ein Boss-Tank, Marion, oder? Wurscht. Oder Hazelman. Ich sehe schon, das wird super. Ich hab das 5 Siegel, ich werde richtig viel Gear abstauben. Yeah, baby. Heute wird gut. Best Raid ever. Das sagst du jetzt. Schau mal, sind 2 Stunden ausgeschaut. Ich hab's im Urin. Ich hab das im Urin. Ich glaube nicht, dass du jetzt wieder das Glas davon postest. Apropos Glas, jeder braucht ein was zu trinken. Aber jedem Vibe wird gesoffen. Bei mir steht so ein Titel drin, Stoff und Schnaps. Und Stoff und Schnaps. Oh Leute. So, ich pull. Ja. Vibe Nummer 1, Ink. Feigling, Feigling. Den hätten wir trotzdem geschafft. Ich kann ihn... Gift, ne? Oder? Na, das ist die, am Rand die ganzen kleinen Skorpione stehen, die man nicht angreifen kann, die ja nach und nach halt immer ruft, zu gruppenweise. Dann klieft man die einfach mit, dann macht er diesen Arkanblast da so kegelförmig in eine Richtung, wo man rauslaufen muss, und die Schockwelle, wo man sich hinter diesen Steinen verstecken muss. Okay, Steine schon wieder. Jawohl. Wir versuchen es ehestmöglich anzusagen, aber es kann halt sein, dass man auch mal das Ganze was übersehen. Na Michel, da brauchst du Tempo oder Mastery? Magst du noch die Main Tanks reinmachen, bitte? Shisha. Mastery. Mastery, warte, ich geb dir noch Essen. Nein, hier bei Moko gibt's Essen. Moment, die... Danke. Ich habe das Barfood, könnt ihr nicht brauchen, das wisst ihr. 33. Ja, bei Panda wird's immerhin schon 66. Oh, bitte. Ja, Retro-Welt. Der Panda. Michael, du handelst. Ja, warte. Da kann ich mir jetzt noch schnell irgendwas zu trinken holen? Oh, niemals! Harry, du musst 2 Klick drauf machen. Ich hab's auf dich gemacht. Ja, ich hab auch überlegt, soll ich's jetzt auf dich machen oder auf mich? Ich lass sie noch im Fokus, gib mir den Stoff. Jawoll. Da glitzert. Gut, der Raid. Pause. So, dann noch eine Tanzeinlage. Jawoll. Hallo. Was war gut? Oh, da ist er ja auch. Er mag ja nicht. Bis jeder die Nudelsuppe gekauft hat. Der hat Buffett gegessen hat. Mit was komme ich mit? Demon Hunter, oder? Ist ja. Damage. Genau, Damage brauchen wir. Und nur noch zurückpocken. Aber sie müssen das dann auch essen, gell? Was? Muss ich dann auch essen, damit's bufft. Nee, in der Tasche haben das recht. Will noch jemand glitzern? Ja, ich. Für die Muku. Nix. Jetzt hast du ja schon. Ja, aber nicht mehr lang. Ich sterb doch eh gleich. Hey, was ist das? Das ist die Pause. Nein, nicht pullen, nicht pullen, nicht pullen. Pause. Pause ist vorbei. Und Marin ist noch nicht wieder dran. Das war jetzt der Moment, wo die Leute mit einem wireless Headset vom Klo aufspringen. So, wieder da. Und um ihr Leben zu bezählen. Danke. Sehr gut. Was? Verzauberter Staub? Oh, danke. Aber auf dich machen, nicht auf sie. Oh, nee. Die Menschen, die zu viel Gold haben, die können in Zukunft bitte immer... Ich lasse Sandra glitzern. Ich hab mich jetzt glitzern lassen. Glitzere! Oh mein Gott! Ist das toll! Oh, ist das schön! Oh, best friend ever.
Stellt sich mal für ein Foto zusammen. Oh Gott, nur mit Mond. Es müssen alle erst glitzern. Aber lass uns schon doch, wir könnten... Wir sollten uns aber umdrehen, damit die Nudelbox richtig steht. Oh nein, die Nudelbox! Vielleicht solltet ihr aber auch warten, bis ich noch kann da bin. Kann Martin noch glitzern? Hallo? Nein, mach einen Screenshot. Oh, cool. Glitzer. Jetzt sehe ich die ganzen... Das ist schon eng. ein bisschen. Der Dani ist noch nicht da. Ein bisschen lockere Formation, Taube nach hinten, Untote nach vorne. Niederknien und so, wie im Kindergarten. Kniet! Ah, warte, ja, warte. Kniet vor eurer Königin! Sollen wir dich porten? Vor dem Miss November eigentlich? Bitte. Wenn ihr gerade nichts zu tun habt, wäre das cool. Naja, wir haben gerade sehr viel zu tun eigentlich. Na, Tommy! Ich muss meinen Status da. treu werden. Aber du hast du den Punkt im Sanktum? Sanktum der Ordnung? Das Portal? Hast du gequestet? Egal, sonst hören wir schnell. Ja komm, wir porten schnell. Da ist so geil. Ja, die langsamste Klasse macht sich auf den Weg. Ich hab meine Schuhe an, meine schnellen. Wortwörtlich. Und wir müssen ja hier noch 2 Minuten glitzern. Goldene Banane. Also ich glitze noch 4 Minuten, ich weiß nicht, was du hast. Warte, ich hab schon länger geglitzert. Warte, Michelle, ich hab noch was für Sie. Ich hab noch genug Glitzer für alle. Live Goals. Naja, der erste Midmoons Raid und schon wird hier erstmal was okay gemacht, ja. Staub verteilt, ja, das sieht man. Den Millionen Zuschauer, die was bieten auch. So damit die alle geblendet sind. Man sieht eben, dass das halt ein RP-Server ist, ja. Deswegen machen wir erstmal RP vorm Boss. Muss man. Erhöht die Drop-Chancen von. Das nennt sich After Hour. Ja, vor dem Boss glitzern wir, weil der Kristall der Fragmente schießt. Beim nächsten Boss. Stream, oder? Überwältigende Macht. Natürlich wird gestreamt, das klappt. Alles, wird alles ja, festgehalten. Auch. Also je mehr Streams, umso besser, vermute. Los, ist ich habe nur gestern noch nicht geschaut, ob der Sound hier jetzt passt. Da wird sich ja dann lohnen, wenn wir so verschiedene Sichtweisen wieder haben, die eventuell irgendwie zusammenzutun. Tja. Naja. Ich finde es schade, dass es übrigens nur einen Partner gibt bei mir. Wort kriegt Dani? Bist du die einzige Kuh? Ja, er stand da, ja. Ja, gut. Ja, Minderheit und so. Die einzige richtige. Ich bin sicherheitshalber schon vorgelaufen, weil ich doch ein bisschen länger brauch. Ich bin Panda auf Diät. Aber. Du bist ein Panda mit Bulimie? Bulimie, Panda. Oh mein Gott. Ein Bulle, er schießt ihn. Oh. Hey. Oko, schnell lauf! Ja, wo ist die Kuh? So, streamt Martin jetzt auch, oder was? Martin? Martin streamt sicher nicht. Oh, Harry glitzert dich. Ich glaube, dann brennt der Laptop. brennt er. So große Lüfte gibt es nicht. DBM zeigt dann an, bitte löschen Sie das Feuer. Während des Post kommt. Flammenkranz. Laptop brennt, geh weg. Da sind alle da. Sehen. Moment. Platzieren und dann. Er glitzert noch nicht. Er glitzert noch nicht. Er muss nur glitzern. Ich will nicht. Oh Gott. Natürlich. Willst du? Du weißt das nur noch nicht. Oh, und alle tanzen. Voll in Rage. Was für ein geiles Foto. Mehr Sex. Was für More Drama, baby. More Drama. Mehr Sex. Gut, schön. Haben wir es alle mal schön gefunkelt und jetzt bitte go. Ready check? 2 Stunden später. Moment. Fläschchen. Okay. Ich hab einen Brock. Hat jeder Fläschchen oder muss ich kontrollieren? Exhaust ist kontrolliert. Bei jedem Einzel. Mit der ich hab... Stell mal Gildenbank und nehmt sich raus. Wir brauchen da echt, vor allem bei den späteren Bossen wird unser Damage auf jeden Fall so sein, dass wir ja, knapp, die Fläschchen brauchen könnten. Das Gute ist, dass jeder auch auf die Gildenbank zugreifen kann. 3 Beweglichkeit sind drinnen, 3 Int, 8 Stärke, 4 Ausdauer. Jo. Put Mastery. Haben wir da noch Mastery Fläschchen.
Hey, gibt's nicht? Nein, nur Hamster. Ach so, so viel Mehrwerte. Nein, von mit dem kann ich machen. Nein, mit dem kann ich keine machen. Umlocken und dann welche reintun. Okay, Na schau. Und zur Not locke ich halt um und pack's in die Gildenmarke. Ja, wegen die. Wer hat einen Preports und wer nicht? Oh. Preports werden überbewertet. Ja, was ist das? Das sind, Pots, die wirfst du ein vor dem Kampf, kurz vorm Pull. So eine und Sekunde, die werden dann wieder ready. Wird. Wie heißen die? Der zum Beispiel. Oder dieser Trank der verlängerten Macht, den ich immer herstelle. Da habe ich 17 Stück, wenn ich immer brauche. 375, Muku, ich nehme da. Also den nimmt man, drum machen wir den Pull-Timer eben. Bei 1 beim Pull-Timer schluckt man eben diesen Kampf, diesen Trank. Weil dann geht sich das aus, dass man ihn im Bosskampf noch ein zweites Mal nehmen kann. Ja, aber du schluckst ihn halt. Also, ja, der zündet doch auch deine Cooldowns am Anfang, oder? Nicht, nicht immer. Sicher. Es kommt ja auch darauf an, wann Kampf rauskommt. Aber das Phase 2, gleich so ist, dass der Boss untertaucht. Der Pass auf die Sache hinter dem Trank ist, der wird dann halt im Fight ready und du kannst halt im Fight einen Trank nur nehmen. Deswegen nimmst du ihn davor, damit der nicht für den Infight zählt. Du kannst so wenn du ihn nach dem Pull erst nimmst, kannst du nur einen nehmen. Wenn du den eine Sekunde vor Pull nimmst, kannst du während des Kampfes noch einen nehmen. Und der hält halt eine Minute. Also das ist schon ein Zeitchen. Warte, ich brauch noch ein paar Minuten. Pre-Pot, weil man in Pre-Fight den Trank schluckt. Also ich habe Tempo-Buff dabei, falls es wäre 62. Oh, wie gnädig. Tut mir leid, aber ein bisschen. Hätte noch sowas dabei, falls jemand danach abhauen will. Also muss ich jetzt zum Turn. Damit er schneller zum Looten, zum Boss laufen kann, zum Toten. So gibt's unseren Heilern ein Intfläschchen, ha? Ich hab aufgehört zu glitzern, oh mein Gott. Hat Muko schon. Na ja, dann. Schlucken! Blackberry hast du auch? Was denn? Ja, Blackberry will auch. Der Körbische. Außer er will auch nicht so nehmen. Sowieso klar, dass dir das auffällt, Domi. Ach, und da haben die dieses doofe Interface geändert. Ich kann und ja den Trank sollst du auch nehmen. Aber noch nicht jetzt. Erst wenn der Pulltimer bei 1, bei 2 oder 1 ist. Eher bei 2, weil meistens irgendwer kommt zu früh. Deswegen schlucken. Ja, verstehe ich. Sicher ist sicher. Gut. Moment. Boah, 99 Kupfer kriegt Mook von Domi. Ich seh's im Stream. Shame ja, dich. Aber. Shame nein, das ist immerhin mehr als jeder andere gegeben hat, wahrscheinlich, oder? Ich musste gestern Harry 5 Silber geben, ja? Für dass er ein Trainee war. Nein, weil ich getanzt hab. Achso, ja. Nein, weil du so ein Affe warst. In so einer Kugel. Ja. So ein Affe war, oder? Da musst du dir immer 5 Silber geben. Immer, ja. So, passt. Machen wir nochmal Ready Check. Bennett schluckt dein Fläschchen, du machst mir narrisch. Ja, jetzt wart doch schnell, ich bin der Streamer beim Richten, ich kann nicht alles gleichzeitig. Ach, du schon da. Ich bin der Präsident, ich nehme die Nummer 3. Die haben mich gefreut, um zu lenken, um nicht zu denken. Wieso ist mein Stream offline? Es ist ganz im Willst du das jetzt deswegen genauer untersuchen und dann gehe ich noch einen rauchen? Oh ne, war nur ein Fehler. Boko? Boko, hol mal deine. Wie heißt dieses Teil? Wippe. Wippe, Michel. Jetzt ist gerade wirklich nicht eingefallen. Penis. Hol mal dein. So hat man das auch schon genannt. Oh. Das Ding, das immer auf und ab geht. Das immer auf und ab wippt. Muku, hattest du nicht mal das in einem Raid gestellt und einer hat sich aufgesetzt und kam nicht mehr runter? Wahrscheinlich haben sie es deshalb jetzt deaktiviert, ja. Ja, man kann es nicht mehr nehmen. Ja. Weil Leute während des Bossfights wippen gegangen sind. War ein spannender Bossfight. Die Tanks wippen beide und spotten immer abwechselnd, immer der unten spottet. Was ist Martin jetzt offline? Ich immer auch noch schnell ein paar Preboots mache, ich hab nur mehr 11 und. Ich hab nur 8. Ich hab doch noch 200 Stück dabei. Ja, ich tue auch in die Gildenbank, die kann ich dann eh einfach dann
Ich habe mehr wie genug. Dann hole ich eben noch ein Bier, bis du wieder da bist. Ja, das erste ist gleich schon leer, bevor wir angefangen haben. Dann bring also ich habe mir wieder so ein tolles Sommergetränk gemacht aus Wodka. Bring noch einen Gildenbanner mit. Mein Bier. Mein Bier. Wir fangen dann auch an. Jetzt macht jeder noch das aber fertig, dann, was er gerade dabei war, nachdem viele Leute bei irgendwelchen Sachen waren. Michel Schluck noch fertig. Denk mal von dem Fass. Nein, ich will nicht betrunken sein. Nein, du bist ja nur beschwipst und danach brennst du. Ja, ich will nicht beschwipst sein, dann sehe ich wieder nichts. Nein, da siehst du schon. Ich bin doch auch beschwipst. Ja, okay, ich trinke was davon. Du musst ja noch rein. Moku, das klingt irgendwie auch sehr sexuell, der knisternde Splitter. Oh, bitte, jetzt ist so ein Viertel nach acht. Wunderbar. Ja, total. Ja, das ist auch Alchemie, Moku. Aber nicht alle aus der Gilde Alchemie? Du musst Bens Stream noch irgendwie reinpacken in unser... Weil jetzt ist er ja mit. Oh, ja, auf der davor Website. War er fremd. Weil wir haben eine Website, wo alle Streams im Übersichtsding gleichzeitig laufen. Voll toll. Was gibt es? Was soll ich festmachen? Was ist mit deinem Ja, warte. Nee, den musst du aufmachen, nicht festmachen. Damit man mehr Schwung in das Ganze reinbringt. Ja, wieder da. Baby. Gut. Mach einen Kielspannpack, einen Jagdschritt Hovis, dann bin ich gleich wieder da. Okay. Also Pull. Ich hab gehört, ich kann da in den Raum gehen. Nein. Nein, jetzt geht's los. Kannst du dann nach dem Raid? Also in circa 600 Stunden. Also wenn es RP wenn vor dem Bossen? Durch den ersten Boss, dann... Achso, wir halten uns übrigens nicht lange mit dem Loot auf, gell? Genau, die ganze Gegenkarte. Hiermit liebe Grüße an Fabi. Du fehlst uns. Wo immer du bist. Hilf mir nochmal kurz. Wer war nochmal Fabi? Die sanfte Maus. Ah! Auf 45 habe ich noch, sind noch drinnen. Und ich habe 100 dabei. Also wer keine oder wenig hat, kann sich die noch rausnehmen. Beziehungsweise danach. Dann können wir loslegen. Juhu! Amen. Barfoot läuft schon seit einer Viertelstunde. Pull 60, Feuer frei. Feuer frei. Ja, passt. Engage. Dann ein letzter. Alle guten Dinge sind drei, ne? Und dann erstmal aufs Klo. Kann duschen. Die Workquest machen wir auch noch kurz, oder? Ja. Ja. Ist mal eine Reaktion, wenn man ablehnt hier. Was ist denn hier los? Ja, es wird nicht gepult, das ist doch genug Reaktion. Kein Buh, kein gar nichts. Ich hab gar nicht geguckt, okay. Wir werden auch so gepult. Los, alle noch in Weihnachtsmontur. Oh, Michel, schnell. Zieh dir was Kurzes an. Weihnachtsmontur. Los. Oh, ich bin so sexy. Wo steht Weihnachtsmontur? Oder? Oder ja. Moku? Im Vergleich zu gestern ist es schon... oh Gott, ich werde hier ständig von einem Panda belästigt. Ich weiß ja nicht, was ihr da gestern noch gemacht habt. Das ist doch sexuelle Belästigung, Panda. Ich glaube, da kommt bald eine neue Beschreibung. Jeder hat seine Stärken. Denkt an den Pre-Bot jetzt. Cool, ich habe mir meinen Sound ausgemacht. Frage ist, wo kriege ich den wieder hin? Ausweichen. Sehr schön. Der kleine Skarner, hey. Auf das. Bring die Kleinen zum Bus. Yeah.
So, Achtung, jetzt kommt dann gleich Shockwave. Oh. Erst bei 90%. Und Shockwave kommt. Wo ist, bei mir ist kein Kristall, das heißt, ich muss da ganz zurück, oder was? Oh. Was ist denn das? That's life. Hey. Aber du bist ja Tank, du hast ein Schild. Achtung, Komprosch? Haben wir überhaupt wen? Ah, ja. Ja, ich hab ihn. Bitte. Es gibt auch die Trommeln, oder nicht? Ja, aber ist schwächer. Threads haben wir zwei. Ausweichen? Könnte der mal hier vorne auch so Stacheln machen, bitte? Das wäre Wahnsinn. Heute nicht. Ganz viele Dings im Rücken. Achtung, schau mal! Oh, wie sollen sie das ausgehen? Ich sehe einen Stände. Ein Schneeengel! Da tankt ein Tank wohl nicht. Ich bin ein Boss. Ich hab ihn schon. Ja, zu spät ist dort. Ja, ich hab's zu spät gesehen. Ich hab den nicht gesehen, dass die von da hinten kämen. Das hat auch keiner geschrien, bis der Engel da war. Danke. Einfach sagen, wenn's da groß ist, falls es übersieht. Wenn sowas ist, nochmal. Weil normalerweise ist das jetzt immer deutlich gewesen, wenn man es tut, aber diesmal hab ich's übersehen. Ich hab's aber auch nicht gecheckt. Achtung, dass ich ausweiten werde. Und hinter die Kristalle. Oh, oh fuck. So, Martin, jetzt komm wieder. Dann Tote. Was kommen noch welche? Ja, Bomben! Bomben! Achtung, ausweichen. Ein Boss Prime einfach. Damit nur mehr. Ja, keine Toten. Und ich letztes Mal, als wir hier mit Pala waren, haben wir um 2 Minuten länger gebraucht. Ich habe übrigens mal das Addon angemacht, falls jemand hilft. Ah, ja. Das ist gut, da muss ich nicht gucken. Willst du das, Dani, oder hat das keine besseren Stats für dich? Ja, er hat den Fakt gemacht. Meinst du den Strang? Ja. Oder? Yep. Na. den String. Den String! Nicht den Strang. Nee, wenn es für dich das ist, dann nimm ruhig. Ich muss mal ganz kurz den Sound wieder anschalten. Was, hast du uns weggemutet oder was? Nein, ich hab das Spiel. Wenn wir das Kettenteil brauchen, kommen wir gemutet. Ich bin kein Weihnachtsmann mehr. Ich hätte das auch nochmal. Übrig, den Strang. Oder? Oder hatte ich den? Warte mal. Hab ich den auch? Okay. Oh, irgendwer kann. Bin da verwirrt. Kalte, du kannst es direkt. Also, wir haben. Ah, nee, ich hatte nix. Einmal kann es Sandra brauchen vom Item Level und einmal kann es vom Item Level Dani brauchen. Ich hab mich verguckt, ich hab doch keinen Loot gekriegt. Sondern der Chat-Spam war ein bisschen extrem. Dann gibt's ruhig Sandra, weil bei mir würde einiges. Ja, der also Kaldo, glaube ich, hat die an, oder? Ja, ich hab Handgelenke 8. Also einmal Dagial und einmal Seraxna. Dann gebe ich dem Danny Dagi. Gut, ja, dann kriegt Sandra von mir. Kommt der Name eigentlich von Dagi B? Das ist dann Dagi B. Oder Doggy, Doggy B. Doggy Style, was? Auf irgendeine Doggy Seite B. geschaut und es war irgend so ein Dämon, keine Ahnung. Snoop Doggy. Wir können einfach durch die Tür laufen, wir sind dafür zu krass.
Okay. Kommt lieber mal mit jetzt hier, der krassen Leute. Ja, die Tür war zu, ich gehe nochmal immer noch offene Türen. Oh. Ach komm. Oh, ich liebe dieses Legendary. Das Schild? Ja, es ist einfach schön. Du bist in dem AOE stehen blieben. Habe ich Single Bob Bescheid gesagt. Ich war grad, hab grad gut geschenkt bekommen, aber es hat halt nicht gejuckt, weil einfach das ungefähr 700.000 Schaden absorbiert hat. In dem Moment dreht sich der Schild. Mhm. Das ist schon enorm. Also es sind halt 800.000 Schaden. Einmal. Wir sind den zweiten eigentlich nur tanken. Aber eigentlich macht der doch eh nichts. Er schießt eh immer random um und um. Also. Ja. Aber schau, dass du mit dem, was du aggro hast, da hinter denen kommst. Da dann mitkliefen kann. Das funktioniert folgenderweise. Wir hauen den Boss. Wenn die Ads kommen, gehen wir auf die Ads. Leute, die die Zeitbombe als Debuff haben, laufen so weit wie möglich vom Raid weg, wie nur irgendwie geht. Die Sachen, die runterfliegen, weichen wir aus. Diese Kreise, die von der Mitte aus zum Rand gehen, weichen wir aus. Und ansonsten war hier eh nichts. Ich glaube, wir werden sicher in die Kaugummiphase kommen. Wir werden es, glaube ich, nicht durchdrucken. Na, passt. Kommt raus, Mann. Gleich am Anfang. Gut, also lauft's mit, wir pullen. Du mit ja. Tanken vom Boss und... Report. Ich. Kampfrausch. 13. Und ihr Heiler müsst's da heilen, den Debuff, den roten. Müsstest du das aufheilen, sonst explodiert das und macht Rage-Schaden. So, jetzt kommen! Ich nehme das Ed. Und der Boss. Ja, da. Hey, ist Bottom-Boss. Bei 7 hört sich gut an, oder? Ich hab das Teil einmal aufgehalten. Ja, den Kugeln ausweichen sollen. Jetzt schauen wir, dass wir noch so lange wie möglich die Phase hier aushalten. Weil die Kaugummi-Phase ist scheiße. Die Heiler schreien einfach, wenn es zu knapp wird. Oh, bevor es richtig in Stress kommt, sag's einfach Bescheid und sind zum Arendes. Umso näher ihr Ranges auch steht, umso leichter für die Heiler. Weil dann die AOE-Effekte alles treffen. Ja, umso näher. Wie viel hast du, Martin? Achso, das macht er nicht, während er das macht. Das macht er nicht in der Phase, also das ist kein. Okay, dann. Deshalb machen wir es ja immer in HC-Code mit einem Tank. Ah. Weil er kommt früh genug in die Phase, glaube ich. Ja, Drache gezündet. Hast du noch irgendein CD, Michel? Ich hab noch nur das Gebet der Heilung gerade. Ja, dann also springe ich jetzt. Heiligung. Bin gesprungen. Muku, kannst du Delia anregen, bitte? Ew. Das war aber nicht mit mir abgesprochen. Hey, was? Das hatte ich gerade. Du angeregt bist.
Musst du nicht auf den Mana auf 10 Sekunden. Du kannst alles zünden dann. Also alles. Überheilen, ausziehen. So, und du hast die Zeitbombe. Ja, aber ich glaube, die dauert noch 2 Minuten. Ausweichen dann wieder. So, jetzt nehmen wir den Boss. Der Boss ist gleich tot. Ja, bleiben wir auf dem Boss, okay. Aber unterbricht's dann den Typen vielleicht. Zählt unterbrechen durch Tod auch? Sicher. Aber so kriege ich dann schon wieder keinen Loot eigentlich. Ich biete einen Hals. Ein Crit. Ethon hat ein übelst gutes Trinket. Ja, ich hab's auch gerade angezogen. Geht's? Ich hab nämlich noch so ein irgendwas ohne Effekt. Weil das ist mit so best in Slot. So bei den meisten Klassen, womit Haste agiert. Ich weiß nicht, was er gekriegt hat. Wieso werden wir das denn angezahlt? Das unstete Metronom. Und das noch aufgewertet. Ah, da, Ethon bekommt. Ja. Ich mach schon das Licht an. Die Dank geschmiedet. Was die Tank? Nein, nee, kriegst. Aber ja, schon. Das ist ja voll das Downgrade für die. So. Saftig. Sagt, sie brauchen Zeit noch saftig. Wo ist C oder? Schön, wenn man zurückkommt und alles geklärt ist. Super Gilde. Nicht alles. Hallo Gilde. Hallo Gilde. Hallo Parkour. Da, wer jetzt verfolgt wird, darf gern laufen. Hat er toll gemacht. Ja, mein Addon hat angezeigt, da war ich schon in dem drin. Oh, war schön wenigstens. Ja, bitte. Nee. Bisschen so schleimig. Na gut, das ist sehr gewohnt. Aber es flutscht halt noch gut. Es war reibungslos. Ja. So. Was? Warte mal, Martin, ich gebe uns kurz Zeichen. Du kriegst Kondom. Na! Ich will jemand. So. Bei zwei Stacks Spotmar. Also wir ziehen den Boss außen an diesem Kreis entlang gegen den Uhrzeigersinn. Die Rangers laufen so wie sie hier steht, jetzt einfach hinten noch. Kein Range ist in der Mitte. Und sobald er sich in die Mitte portet, alle schön rammen und den Laserstrahl ausweicht, dem der aus dem Arsch und aus dem Mund kommt. Und Kuchen essen, lasst sie euch schmecken. Nom nom nom. Achtet wirklich drauf, dass da nicht zu viel Kuchen rumliegen. Da dürft ruhig einmal drauf. Man kann mehr einsammeln, auf normal. Ja, auf normal kann man mehr nehmen, genau. Du könntest euch satt fressen einfach. Nom, nom, nom. Kampfrausch wieder am Anfang? Ja. Ja. Kampfrausch am Anfang, liebe Schamanen, gell? Okay. Passt. Pull kommt. Und prepared. Ja. Bitte niemand in der Mitte stehen. Auch kein Black Belly. Ich war außerhalb des Kreises. Oh. Fürs Protokoll. Mit dem Bauch bist du der Kreis. Nein. Ja, natürlich, ich hab dir ja gesehen. Hab auch einen Kreis. Weiter. Da hab zwei, jetzt hab ich drei. Ja, ich bloß nur so leicht auszuhalten, aber gedacht, den Wort jetzt noch. So ist er. Lasst dürften ja die Kuchen kommen, lasst sie euch schmecken. Da hinter die. Wie hören wir den da? Überspringende Bande, also. Zu dem. Zu dem, mit dem du verbunden bist, sonst kriegt ihr ständig Damage. Jetzt portet er sich gleich in die Mitte. Alle ranlaufen.
und schön dem Laser ausweichen. Aktiviert den Laser. Die Rangers laufen dann gleich wieder raus an den Rand, die Milis können noch stehen bleiben. Da ist ein Kuchen neben ihm. Als Aufräumer? Ja, die laufen jetzt hier rum und machen die lila Gülle weg, aber eben nur solange wir ihnen die Kuchen wegessen. Sobald eine rote Kugel überbei ist, explodieren die, da muss man es anklicken, dann wird mir in die Luft geschleudert und verhindert dadurch, dass der ganze Raid Damage bekommt. Ah, okay. Verstanden. Oh, dann schauen wir ihn. Oh! Da hinten geht einer hoch, da hinten geht einer hoch. Komm, ich will hin. Puff. Schneller, schneller! Ja! Super! Da, fährst du wieder. Ab. Die Lila. Da hinten ist Kuchen. Beikuchen. Bin auf dem Weg. Oh, alle wieder in der Mitte. Oh, da oh je. Noch hoch. Oh. Achtung, Sandra, du bist im Laser drin irgendwie. Ja, ich hab sie schon rausgezogen. Oh, bitte. Sicher ist sicher, ne? Achso, du bist da drüben. Okay, dann nehmen wir mal den Kuchen damit. Mit dem Sterilisieren an die Roboter ran. Aber extra hinlaufen müsst ihr jetzt auch nicht. Nur wenn einer in der Nähe ist. Okay. Haut's noch. Schau mal um, ja. Jo, glutenfrei! Glutenfrei? Ich hätte hier ein Relikt, aber Edon schlägt nicht aus. Tja, dann hat jeder schon was Besseres. Wobei es Offspecs vermutlich nicht zählt. Ach so, stimmt. Find. Schaut trotzdem mal. Aber das muss halt jeder selber wissen. Da der Mana Schrubber. Hast du es gerade geschrien? Ach nee, Raid Warning. Ups. X-Raid Warning. Einfach nur Raid Leiter. Ist das gleiche. Hauptsache laut. Es ist Raid Warning. Ja, Warnung, best Raid. Oh, das ever habe ich vergessen. Ever and ever. Forever ever? Forever ever ever. Ever, ever. Ich bin betäubt. Ja, auch. Dem uncool. Da, das wird chaotisch werden. So, können wir diesmal Aluriel nicht einfach im Vorbeigehen poolen wie die letzten zwei Wochen? Da waren ja auch wir nicht dabei. Die anderen schon alle. Ja, eigentlich schon. Nein. Ah, okay. Doch, Tommy, du warst auch dabei, du warst ja tot. Ja. Stimmt, du warst ja gleich am Anfang tot. Aber ich dachte, ja, die letzten zwei Wochen dachte ich, dass ihr ihn schon öfters gemacht habt. Dann war das letzte Mal, wo ihr da wart, wo ich dabei war, oder? Ah, vorletzte Mal. Einmal waren wir dazwischen noch, das hat sie zwei nicht mitkommen. Ja, da habt ihr aber HC gemacht. Oh, normal auch. Ja, HC zählt nicht. Ist extra ID. Wieso, da kann man es auch abholen? Ja, aber da passen wir ein bisschen besser auf.
Achso, ihr nehmt es quasi nicht ernst normal, oder? Komisch. Ganz komisch, gell? Die eine Frau weint. Tröste sie. Wer war dich so lustig? Sie ist weg. Nee, nee, die steht da noch. Guck da. Wo? Oh. Im Chat. Sie steht da noch, aber... Ich hau der Alten jetzt den Totenkopf auf für immer. Dann sehen wir sie ein bisschen besser. Und nein, Dumi, das ist jetzt nicht die, die weint. Du brauchst nicht hingehen. Alle schön am Rand bleiben hier, bitte. Aurel! Das bringt hoch zur Treppe, oder? Jetzt machen wir mal hier. Na, jetzt bitte können wir einfach mal hier bleiben. Okay. Ich weiß noch, wo Naela das erste Mal hier getankt hat, an dieser Stelle. Weiß ich auch noch, alter Schwede, wieder in die Fresse gekriegt bei dem Post. Alter Schwede, das waren alle ersten Jahre herinnen. Da wusste man war nicht so reibungslos, oder? Ausbaufähig. Boah, hätte ich das gehört, nachdem es aufgemacht hat. Der Tank hat halt, weiß nicht, doch 70 oder so gehabt oder so. Wann überhaupt? Ja, schau mal den Umhang an. Ich bin ein kleiner Superheld. Putz nicht den Boss. Kommt nämlich gerade wieder. Ach, muss uns da noch was? Mein Gott, das passt jetzt ziemlich. Da wir haben eh nicht genug Rangers, das heißt, die Taktik wird eh nicht gut funktionieren. Wir werden einfach ein Zeichen setzen, wo die Migranten hinlaufen sollen. Und wenn du DBM drauf habst, da sieht man die Stacks. Eben weil das steht einfach irgendwo Orchestrin, da steht wer wie viel Stacks hat und wenn man selber das hat, ist man markiert und da schaut man am besten wer sonst noch gleich hat und versucht mit dem zusammenzulaufen. Allerdings wenn es nicht geht mit irgendwem, ist auch okay. Warte, da machen wir noch zur Sicherheit. Ja, wo sehe ich die Stacks von anderen Leuten? Eh noch kurz warten, sondern das Spiel in diesem Fenster, wo man Abstand checkt und so steht wahrscheinlich, oder? Da kommt ein extra Fenster dann, wenn der Boss gepult ist, ja. Ploppt auf, da steht dann von jedem, der diese. Oh, warte, da muss ich kurz gucken, wie ich das umstellen kann, weil bei mir ist schon wieder alles. Du kannst uns auch anders machen. Du guckst einfach, wenn du in deiner Nähe siehst, dass jemand den gleichzeitig kriegt oder halt den Debuff hat und ist bei dir zu hoch werden. Sieht man das am Chart direkt? Es leuchtet ganz groß in blau. Achso, ja, gut dann. Pulsiert zu blau immer das. Also, dass man es hat, kann man fast nicht übersehen. Okay, gut. Da muss also man sehr fokussiert sein. Die Rangers stehen bei lila, die krank sind, laufen rüber zu blau. Mond bleibt frei, da laufen wir dann in der Arkanphase hin. Denkst du echt, Mond wird frei bleiben? Ja, Mond bleibt frei, wir schaffen das. Achtung, Boss! Mit Timer? Ohne? Sicher. Komm, Prepart. Komm, Frau Schwan? Ja, jetzt. Ich glaube, wir werden genug Damage haben, oder? Ich hätte einfach gar nichts mehr. Naja, das wäre schon immer mehr mit jedem, gell? Beim ersten Mal geht's noch übrigens, beim zweiten ist schon mal deutlich mehr. Und dann spottest du auch einer mit dem zweiten, oder? Eigentlich nur nochmal rechts, bitte mit da. Noch nicht so nah ran, Sandra. Da ziehst du das Kastel mit Erfrierung, Domi. Ja, es ist bei mir genau über meinem. Ungefähr alles in der Mitte gerade. Ja, dann schieb's raus, das kannst du ja anklicken. Ah, kann ich das weg? Ah, oh Gott. Ja. Geil. Ah, fuck. Tut mir leid, schrie. Ja, das war echt ein guter Tipp. Ich hab mir gedacht, das war das jetzt, das war, dabei war das ein anderes Spiel. So. Aber im Endeffekt. Würde ich mir das jetzt wieder nehmen, oder? Domi, du siehst jetzt, du hast jetzt den Debuff. Ich hab's mit dem Muko, ne? Oh, mit Dagial. Du hast mit Dagial. Oh. Abpressed.
Ja, wo ist er? Na, Achtung, jetzt nicht mehr zusammenlaufen. So, jeder, der jetzt Aggro hat von den Ice-Ads, kommt zu den Tanks bitte. Jetzt. Jeder. Was passiert hier? Boss-Damage. Das passiert. Moha. Ja, ich hab. Steht's hier vor dem Boss oder was haut da die Minis? Nee, das war der Debuff. Weil er hatte ihn noch und ich auch und wir mussten ja auslaufen lassen. Ja, aber er hatte ihn zu lang. Er hatte ihn nur zu lang. Glaube ich. Was machen wir jetzt? Weiter. Ja, ich habe ihn wieder. Ich habe den Dagi auch nicht gefunden. Na, ihr hättet auch nicht mehr zusammenlaufen brauchen. Aber halt aus der Gruppe raus. Aber ja, aus der Gruppe raus war ich. Ein bisschen raus. Da ist einer zusammen. Das ist hier egal. Ach so. Das ist auf normal nicht wichtig. Ja, dann wurscht. Und denkt wieder dran, gleich wieder zu uns kommen, wenn ihr Aggro habt. Wir kommen jetzt. Gehen nur die Aggro, oder? Jetzt Mond freilassen. Mhm. Ah, dürft's die jetzt machen? Gespottet. Achtung, wir müssen ein bisschen rüber, da ist genau keine Kugel. Der Mond, schau, ist frei. Na bitte. Bleib aber eine ist direkt bei euch, ne? Eine Kugel ist in euch Tanks. Und jetzt zum Mond, alle zum Mond, alle zum Mond, alle. Und jetzt den Wirbeln einfach ausweichen, immer einen Schritt auf die Seite machen. Wenn ihr einen Heil-CD habt, dann jetzt am besten. Ja, und jetzt die Ads wieder zu uns bringen. Wo ist denn der Luriel? Steht der nicht in einem Müli drinnen? Musst du ein bisschen rauf, Martin? Lol. Weiter unten. Was Dix? Wieder. So, jetzt wieder mit dem Frostmark aufpassen. Wieder, wenn's zu krank seid. Mal das Frost auf den Tank, das ist scheiße. Wir können auslösen, wenn du möchtest. Ja, bitte. Ja, jetzt hab sie. Ja, sonst stand keiner da, ne? Glaube ich. Löst's aus, ja, dann na. Sandra und Muku. Wartet jetzt nicht so lange. Zusammenlaufen. Könnt ihr Naida essen? 4 Minuten Cooldown. Oh, okay. Ja, können wir uns hinlegen, oder? Ja, jetzt wird leider nichts mehr werden, vermutet ihr. Denkst du? Na, ist schon noch viel Leben, was er hat. Ja. Es sind 200 Millionen. Es sind halt 22% und der Tank muss halt wechseln. Naja, das ist halt dreist. Wenn die nicht überleben, dann haben wir noch eine Chance. Nächstes Detonieren in 26 Sekunden. Und sind die ganzen Ads da? Auf jeden Fall auf sie durchtunneln, die Ads. Wir müssen einfach mitgehen beim Tanken jetzt. Aber jetzt kommen doch gleich zwei, oder? Kommen gleich die Feuer. Das wird nix.
Also die Frostzeichen sind natürlich mit so wenig Leute noch mal deutlich schwerer. Ja, warte, sie werden jetzt so lange auslösen, das ist so viel Schaden. Ich hab das noch nicht ganz gecheckt. Den Frostdingern. Ich hatte das ja und mein Partner war ja. Eigentlich hat man ja so viele Rangers dabei, dass es nie ein Melee kriegt, weil es für Melee natürlich blöd ist, wenn er weglaufen muss. Aber wir haben also halt. Ich hatte das jetzt dauerhaft. Hm. Ja, das war halt am Ende, war es halt, da konntest du nichts machen, weil es waren halt nur 4 Leute vorne. Und da hätten die 2 mit dem Debuff rauslaufen müssen. Zu den Rangers eben, damit die es kriegen und nicht jetzt bei am Ende waren nur 3 Leute am Leben. Achso, wenn der Debuff vorbei ist, dann springt es auf die 2 nächsten. Wo nahe an dir sind. Das heißt, ja, ich bin dann gerade zu den Range gelaufen, ne? Genau. Aber du darfst halt nicht knuddeln mit denen, weil du machst halt 8 Yards um dich herum Damage. Ah, Schaden, ja. Also ich muss quasi so stehen, dass keiner Schaden bekommt. Genau. Aber er auf einen anderen springt. Springt nur auf einen anderen über, wenn du ihm zusammenlaufst mit jemandem, der das auch hat. Weil sonst deckt es bei dir zu hoch, weil das macht mit jedem Stack mehr Schaden. Ja, das hat mich auch schon getötet. Ah. Ich hab den Dagi einfach nicht gefunden. Ja, sonst irgendeiner, der halt so leuchtet. So, blau. Den muss ich aber klumpen. Ja, zu denen ja, läufst du kurz hin. Zusammenlaufen, dann werdet ihr auseinandergeschleudert und dann hast du den Debuff nehmen. Okay. Ja, gut. Nee, du bleibst da stehen. Itan, lass mich reparieren. Okay, danke. Doch, reparieren. Gut, aber es war sogar so knapp. Also, was aus da ist, wenn sie die auslöst, heißt das dann, das heißt das noch ein Reanimate irgendwas, dann kommen die Elementarien und die Elementarien müssen immer schnell in die Mitte gebracht werden, dass die Tank die abnehmen können, weil die machen durchaus auch relativ viel Schaden und wenn die zu lange auf irgendwem hauen, dann ist es natürlich schwer zu heilen. Also immer in die Mitte laufen kurz, damit die Elementare bei den Tanks bleiben und dann wieder zurück. Okay. Muss eine Runde laufen. Da nehmen sie noch auch, oder? Und der Mond und so weiter war für was nochmal? Für die Arkane. Da laufen wir dann einfach hin für diese Bodenwirbel. Und der, ein bisschen. Die Raute und das hängt damit zusammen. Die Range und blau ist da, wo die kranken Ranges hinlaufen. Genau. Und auslösen halt dann. Ach so. Und du hast halt also so weit ich bin und ich muss einen Partner finden, laufe ich zu blau auch. Du bist auch zu blau, ja. Aber ja, schau, dass du halt nicht gleich in wen reinläufst. Ja, ich bin vorhin schön rein in die Gruppe. mit Michelle geklumpt. War super. Und da ist halt beim Mond, das ist halt deswegen da, dass du da so im Viereck dann läufst dahinter. Weil wenn die Turnieren kommt, dann kommt quasi so im Sekundentakt ungefähr oder alle 2 Sekunden, kommen die ganzen Dinger, die sonst auf der Karte hier rumliegen, dann an diesen Stellen runter nochmal. Okay. Und die möchte man halt so nebeneinander hinlegen. Ist halt vor allem für Hero wichtig, weil da kommen die Ads nicht hergelaufen, da bleiben sie da stehen, wo sie detoniert werden. Da war mal eine Wolle da sind. Gut. Fangst wieder an. Alle da? Sehr gut, passt. Und denkt dran, Mili ist nicht vor ihr stehen. Habt ihr Sandra gerade gehört? Nö. Nein. Mhm. Also, ich war gemütet. Alle wieder weg. Man hört dich nicht. Du bist total abgehackt. Stell dir bitte die Ding wieder runter. Ich? Ihr müsst ja mal. Moment. Also, beim Feuer ist nur, da wird man halt angecharged in so einer Linie. Da soll halt zwischen dieser Linie und dem Boss niemand stehen, weil der kriegt halt dann auch den Boss-Schaden. Und dann spawnen halt diese Feuer jetzt aus dem Feuer, was man dann ablegt am Boden. Und die bringt man halt einfach wieder zum Tank. Okay, hört ihr mich jetzt besser? Ja. Ja. Es ist intensiv jetzt halt wieder höher. Es könnte sein, dass wurscht. Jenny also... Ja, dann muss ich halt leiser reden. Ist besser, man hört dich ab und gar ein bisschen geheilt, wie dich abgehackt. Gut. Also, gucken wir es mal. So. Gut. Kampfrausch? Ich würde sagen, bei den Ads wäre ja, jetzt. Ich würde eher sagen, bei den Ads, weil damit wir die Ads schneller wegkriegen. Und gezündet. Ja. Ost John. Vielleicht beim aber nächsten Vibe. Aber noch nicht zusammen, noch nicht zusammen. Bisschen weiter auseinander, genau. Ethan, du stehst, glaube ich. Oder kriegst du den Damage? Nein, okay, weißt du. Na, ich dachte nur.
Du bist vielleicht ein bisschen zu nah dran. Ja, genau. Du und Ethan. Und jetzt ihr müsst... Ich hoffe, dann nicht rein. Muss dann quasi so lang hinten bleiben und kann nichts machen, ja, richtig, bis der Buff abgelaufen ist. Genau. Weshalb es die Rangers haben sollten. Richtig. Okay, verstanden. Kaldo und Black Belly haben die gleiche Ladung. Ihr dürft zusammenlaufen, wir zwei. Ja, schon passiert. Nein, ich meine Ben und Dave. Ja, meiner ist schon weg. Ich weiß nicht, wer daneben mir stand, aber... Oh ja, ich hab's schon wieder. Leck mich vom Arsch. Jetzt musst du ihn aber auch sehen. Da, Achtung! Ja, durch halt. Jetzt warten, bis er weg ist. Ah, halt euch, halt euch! Her! Ah, Hilfe! So, ich gehe zurück. So, die Rangers geht wieder zurück und jetzt bomben, was das Zeug hält. Das ist jetzt nur diese Linie, wo halt keiner zwischen der Linie stehen sollte. Ah, auch okay. Getroffen wird von ihrem Charge. Um dieses Brandner, was ist das? Also das ist diese Linie, ja? Genau, und jetzt kommen... Genau, jetzt charge sie wieder. Und das hinterlässt man dann so eine Pfütze am Boden. Und da kommen dann die Feuer jetzt raus. Also einfach Pfütze ablegen und einen Schritt auf die Seite. Das ist das jetzt. Ja, die kann ich jetzt nicht einsammeln, die bitte dann herbringen, sobald sie das Detonate macht. Und zwar in. Jetzt. Und alle herlaufen, alle herlaufen, alle herlaufen. Hast du schon gespottet? Wo ist sie denn? Da, jetzt habe ich sie. Und jetzt nach, da ist einfach diesen Kugeln ausweichen, wenn nicht zum Mond, nicht zum Mond, sollte. Nicht okay. Zum Mond. Mond muss frei bleiben. Jetzt kommen diese Kugeln. Einfach ausweichen, wenn eine neben dir ist. Die bewegen sich nur ganz langsam. So, haben wir hier einen schönen Haufen. Gehen wir ein bisschen weiter. Ja, wir dürfen nicht oben her. Mond auf die Seite. Jetzt kommt's der Turnier an. Alle zum Mond? So. Außer wir halt, gell. Da. Und dann alle wieder herlaufen, damit die jetzt zu uns kommen. Genau, und alle herlaufen, alle herlaufen. Super. Hast du den Boss? Ja. Und jetzt kommt wieder Frost. Wie vorhin. Frost. Bleib stehen, Leute. Ich hab immer noch dieses Frostding auf mir. Ja, das nein, war hast ich. Du nicht mehr. Ich bleib hier einfach stehen. Ja, wir zwei. Damit schaut's gut aus. Gut. Gartenzwerg und eben. 16 Sticks. Ja, so, stimmt. Harry und lauf ja, doch. Durch. Jawohl, sehr schön. Geht doch! Wieder kein Loot, was ist denn los? Gold! Yay. Ich hab auch noch Gold. Braucht jemand die Hose? Haben wir überhaupt der einzige Stoffi. Haben wir noch Zauberer dabei? Zwei Tanks, die Platte sind. Und sonst ist alles Leder und... Leder und Mehl. Eins, zwei, drei, ein viermal Heiler. Leder. Fünfmal so. Leder. Haben wir einen Verzauberer dabei? Ich hab Verzauberungskunst, aber ich bin noch nicht so weit. Oh ne,
Passt. So, ich mach mal. Ja, halt groß aus, warte, oder? So der Standardweg. Der Standardweg wird jetzt Tichon drauf. Der Standardweg wird mal reingehen. Tichon drauf. Achso, stimmt. Hä? Warte, nee. Oder? Ja, bin ich verwirrt? Oh, stimmt, ja. Klar, ich dachte, der ist schon tot. Ich weiß auch nicht warum. So, einfach umgefallen, wer Angst hat. Ich weiß nicht, der Vibe hat mich jetzt voll rausgebracht. Sehr gut, aber das war jetzt sehr sauber gespült. Ja. Das lag daran, weil ich nie den Frostbuff hatte bis am Schluss. Oh, da wurde es dann noch unsauber. Ich bin da gebogen. Voll blitz. Ja, war jetzt halt ganz rein. Ganz tief, okay. Oh. Dankeschön. Kein Bedeuten. Ich musste erst etwas anvisieren. Ja, ich wollte mal eben nach dem Regel fragen. Die war nicht sehr freundlich. Du bist gestolpert, oder? Da war halt die Sprachbarriere, gell? Die haben dich einfach nicht verstanden. Das war vorurteilige Geschichte und so. Ja, ihr dürft draußen bleiben. Alles ist schön, dann kann ich mal rein da. Ups, ich hab mir mehr geholt, das war jetzt blöd. Okay. Es könnte sein, dass ihr gleich Heiler-Cooldowns braucht. Ach was? Ich hab schon mal provisorisch gezündet. Ja bitte, noch kein Problem. Und das nächste Pack. Wir sind halt nicht irgendeine Gilde. Tobi, draußen bleiben! Oh, Verzeihung. Du hast irgendeine Gilde. Da bin ich doch aus Versehen reingerollt. Aus Versehen? Oh, also ich bin reingeviert und ich pull, glaube ich, gleich. Nee, ich sterb. Ah ja, passt auch. Ich bin dann kurz auf dem Klo. Ich hatte damit Absicht gemacht. Du könntest auch laufen. Ja, ich glaube auch. Voller Sack. Wir rasten ihn einfach nicht. Fertig. Richtig. Also, wer ihn rest, wird gekickt. Ich rest ihn. Können wir rein? Jo. Bleiben wir draußen stehen? Nein, ihr dürft jetzt kommen. Ah, jetzt dürfen wir rein. Dürfen wir rein. Willkommen im Inneren. Uterus. Oh Gott. Rechts sehen Sie jetzt eine Plazenta. Ich dachte, es wäre im Albtraum. Können wir ja... Wir können ja Eierstock schießen machen. Oh, ich lauf lieber weg. Rü. Wibbel. Laufen haben wir entschieden. Oh, der Button ist bei mir ausgegraut. Laufen? Mhm. Gut, dass das kein Button ist. Doch, das ist der Geist-Freilassen-Button, der zu laufen führt. Der geht nicht. Der ist kaputt. Da, jetzt derjenige, der den Strahler bitte tanzen. Ja, bitte unbedingt tanzen. Was ist der denn? Strahl hat. Muku, lauf, lauf, los, hin und her, hin und her, hin und her. Oh, Muku. Oh, oh Muku. Ich sonne mich. Du bist voll durch beiden durch einfach, gell? Aber Felix steht hier. Sonst wäre sexy eigentlich. So, ich bezweifle, dass wir genug Damage haben, dass wir die jetzt vorne wegkriegen. Kennst du den eigentlich, Marion? Was? Kennst du den Boss zum Denken? Na. Ich glaub nicht, gell? Ja. Ah, der ist aber leicht. Aber eigentlich ist simpel. Du tankst den Boss? Jo. Danach, ja. Nach einer Zeit, fertig. Spawnt der, was Agro hat, die Blobs. Winkel, winkel. Achso, die das spawnen heißt, aus mir raus. Genau, die spawnen aus dir. Und Gottes das bedeutet, Willen. dass der andere spottet und du tragst die Blobs zu unseren Milis, dass die Kinder sich kliefen können. Und wir wechseln immer am Boss, wenn der aktuelle Tank Ups. Die Blobs spawnt. Das war's eigentlich. Was nochmal?
immer, wenn die Blobs gespawnt sind, wird gedauntet einfach. Dann wird da spottet der andere Tank. Ja, aber haben wir genug Damage, dass wir die vorne wegkriegen? Können wir nicht vorne machen, auf gar keinen Fall. Das reicht nicht. Gut, dann... Gerne, aber die dann mitlaufen müssen. Ich glaube, unsere Range haben nie... Dann nie genug, dass die wegmachen da. Stimmt, wir haben nur drei. Ja, das also wird nicht hinhauen. Ja, dann müssen wir eh vorhin machen, bevor die Midis laufen. Nein, die heilen ja am Boss und alles, oder? Ich glaube nur sich gegenseitig, oder? Ah, glaube ich nicht. Auf jeden Fall ist ja wurscht, wenn wir die da außen tragen. Wir haben einen Monk, wir haben zwei Demon Hunters. Immer bei Kaldo das können wir sehen, dass er ausgelaufen. Aber die Demon Hunter und der Monk sind so mobil, dass das nicht wirklich viel Damage Verlust sein darf, mit dem mitlaufen da. Wo tragt man die hin dann? Ja, die haben da drüben ins Camp getragen, oder? Harry, du bist... Für die Rangers, sorry. Für die Rangers, oh, oder? Wo wurden die Blobs hingetragen? Lilla, alles Lilla, knuddeln. Wirklich so weit zurück reicht's nicht, halben Weg? Also es... Na, halber Weg reicht nicht, aber ein bisschen davor geht schon noch. Da, wo Vidal jetzt steht. Da, wo du jetzt stehst, da wäre es am leichtesten, weil dann trifft der Sternregen zum Beispiel noch Boss und das Ding. Okay, gut. Dann tragen wir's da her. Okay. Also, nicht jetzt wegkommen, also nicht jetzt am Boss bleiben, oder? Genau. Wir jetzt fokussen. Jetzt fokussen, gut. Olle, die Mili ist leider auch, es tut mir leid. Denkt dran, Fläschchen sind ausgelaufen. Ganz kurz FK. Hallo. Also kurze Erklärung nochmal, die Ranger stehen bei Lila, die gesunden Melees bei X, die kranken Melees bei Stern. Die kranken Rangers zwischen Grün und Orange einfach immer Schulter an Schulter, nie vor oder hintereinander, weil dann macht diese Seuche, die da speit, mehr Schaden. Immer Schulter an Schulter. Wir haben jetzt ausgemacht, dass wir die Ads zurückziehen zu den Rangers. Die Melees müssen leider mitlaufen und die Ads fokussen. Die müssen sofort sterben und dann wieder alle auf den Boss. In der Nachtphase halt die Fledermäuse. Schauen wir wieder, dass die Heiler an so eine lila Kugel erwischen. So aus der grünen Krütze raus. Und wenn diese Stacheln spawnen, hinterbei verstecken, bis sein Cast durch ist. Jo. Lucy! Lucy! Hi Lucy! Hi Lucy! Hallo Lucy. Also wir gehen jetzt nach. Du bleibst bei Lila. Außer du hast die Krankheit, dann musst du zwischen Grün und Orange. Ach so war das, genau. Okay, gut. Aber das eigentliche Problem war jetzt, ob die Melees bei den Ads den Range dann helfen. Ja, ihr müsst leider zurücklaufen zu Lila, sobald die Ads kommen. Naja, laufen tue ich nicht, ich roll. Ja, dann rollst du halt. Warte mal, Moko, ich glaube, ich hab sowas. Was das Wichtigste ist bei dem Boss, ist einfach, dass die Kranken nicht die Gesunden anstecken. Und das heißt, dass die Milis, die krank sind, natürlich nicht auf die Erde gehen. Stimmt, die kranken Milis dürfen natürlich nicht. Und man sollte nebeneinander stehen und nicht hintereinander, weil der Schaden mehr oder weniger immer zu der Person geht und alle, was in der Linie sind, kriegen den Schaden mit ab. Deshalb müssen auch alle Miles mithelfen, weil die mit der Krankheit eben schon mal nicht können. Ja. Da war doch diese Krankheit, wo ich auf dem Boden so ein Zeug kloppe, ne? Ja. Oder so grünes Gedön. Nein, du hast gar nichts, da hinterlässt gar nichts am Boden. Du hast einfach die Krankheit und das heißt, seine Seuche geht auf dich. Und jeder, der eben von dieser Seuche getroffen wird, wird angesteckt. Das heißt, wenn du als Kranker stehen bleibst bei den Gesunden und er speit dann, dann steckst du eben alle Gesunden Epidemie. An. Richtig. Schau, selbst mein Bambi glitzert. Oh. Glitzeri! Gott, bitte nicht. Da gibt es Glitzerkuh. Schon wieder. Ein Glitzeri hat ja eigentlich ein Patent. Du bist auch Glitzer? Das ist kein Problem. Wieso ist Kölder so riesig? Ja, weil ich's kann. Weil ich's kann. Passt alles in Breit? Riesiges Geschlechtsteil. Probieren wir's. Los. Fängt an die Pre-Bots. Ich hab jetzt den Boss, das heißt aus mir. Genau. Du drückst das Kleid auf vor dem Diamant.
Und wichtig, dass halt auch die Midis dann alle mit auf die Ärzte mit rübergehen. Sonst sterben sie nicht. Und 32. Ne? Na, bei Gelb ist Mili-Krankheit. Ja, meine ich ja. Okay, ich laufe. Dani, du hast Krankheit. Du bist bei X, bitte bei X, Dani. Du musst. Nein, ich bin Stern. Gelb. Ja, was denn jetzt? Links vom Boss, ganz einfach. Bleib einfach links vom Boss beim Boss. Links vom Boss stehen, ganz einfach. Sonst nicht. Die Gesunden rechts, die Kranken links. Oh, ich aus der Lehre, da muss ich eins, so ein Ding, oder? Jo. Deine Säule, passt. So, bin ich jetzt wieder gesund? Nein. Du wirst gesund, wenn die Nachtphase vorbei ist. Ach, wie schön. Okay, bitte nehmen. Da läuft die jetzt, außer die Kranken, Milis. Was alle Minis sind. Ah, kalt und nicht. Hey. Oh, okay, den habe ich nicht gesehen. Das ist Dani tot. Ja, ich bin von Natur aus so krank. Wie solche. Kann ich nix. Das ist wie ein Schnuppen. Dani, du hast ein Bettlerz. Oh. Auch noch. Aber vielleicht kurz warten. Oh. Ah, du bist jetzt eh gar nicht mehr krank. Sehr gut. Das heißt, du kommst wieder auf die gesunde Seite rüber. Achtung hinter die Säulen. Heißt Dani, du gehst jetzt wieder zu X. Du bist zu weit weg. Wobei, jetzt hegt der eher. So, Fledermäuse töten, lila Kugeln holen. Vor allem die Heiler unbedingt lassen, die brauchen Mana. Und dem grünen Strahl ausweichen. Also ihr lieben Heiler, lauft in die lila Kugeln rein, die am Boden rumliegen. Ich habe eine. Was, braucht noch Michelle eine? Einfach sagen, wenn du hast. Ah, da ist eine. Ich hab eine. Okay. Nein, du hast keine. Ah, doch. Alle anderen, weil das. Jetzt darf sich jeder andere eine holen. Ja, die geben Mana wieder, oder was? Und nein, Haste. Und Zeug und alles. Aber vor allem Mana. Ja, gut. Und jetzt sind alle wieder gesund. Von wer holt jetzt die Ads hinten, Martin? Der Freie Tank. Wann machen wir Kampf drauf? Ja, für normal machen wir ihn jetzt, aber da ist halt schon fast. Aber wenn die Tank, wenn die jetzt da sind, vorne beim Boss einfach. Okay. Jetzt? So, ich spot jetzt, oder? Ja. Da so, die jetzt hinten sind da, dann macht's einmal Kampfrasch. Geht's auf die jetzt hinten. Ja gut. Was ist das? Netzrot weg? Die hä? Was für ein Ding? Diese lila Wolf. Ja, ja. Da einfach rauslaufen. Achso, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Wichtiges. Da hinter die Säulen. Jetzt kommen wieder Fledermäuse und Kugeln, oder? Ah, nee, nee. Aber noch. Oh, jetzt ist er beim Tanks genau lila Grütze, das ist eben scheiße. So, jetzt kommen. Hol ich die jetzt oder du oder? Der freie Tank. Nein, Moment. Ich denke nur, jetzt kommt der gleich fest mal. Also nimmt jetzt Martin, oder? Ja, du, Gotten. Ich habe einen Haubenschwamm. Passt. Ah, okay. Denkst dran, Milis, Schulter, nicht ineinander oder voreinander. Was denn? Ja, mit der Seuche meinst du? Ja. Ja. Oh, da steht ja gar kein gesunder Range mehr. Nee, ich bin noch links. Aber jetzt geht er gleich weg dann. Ich bin auch gesund. Sind alle wieder gesund. Ist das da gerade Säule? Verdammt! Ich bin ganz vorne, nicht. Kann den Heiler jemand aufheben? Hat noch 3 Minuten, glaube ich. Haben wir echt eine arme Battle Rats? Scheiße. Aber wir sind nicht so viel. Michelle braucht unbedingt so ein Dingsbums. Ja. Du kannst Michelle bitte anlegen. Ich hab eine.
Ah, okay. Schaut's, dass euch selber heilt und so, wenn es zur Not ist? Ja, gerade die, die das können, unbedingt immer selber heilen. Ich weiß nicht mehr, wer Ärger gehabt hat. Ich hab. Und jetzt kommen die dicken Ads, da den Inquisitor und einfach Boss-Fokus, Boss-Fokus. So. Ah, der ist einfach ja. Tot. Boss-Fokus. Die Ads würde ich noch wegmachen, oder? Nein, Boss-Fokus. Einfach drauf auf den Boss. Juhu, sehr schön. Sauber, Tobi. Und wieder nichts. Ja. Ich hab kein Loot. Ah. Natürlich. Oh, Kaldo. Und Artefakt macht. Dankeschön. Yeah, Gold, wuhu. Ja, oh, Sandra kann. Michelle, ich habe auch geben. Gold. Sandra kann Michelle was geben. Gut! Wer ist Michelle? Delia. Delula. 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 Michelle. Delula. Das ist sogar zweimal. Oha. Ja, stimmt, zweimal. Ist bei das gleiche. Ah, nee, kann ich ja gar nicht handeln. Scheiße. Ah. Ich denn handeln? Kannst du nicht handeln? Nee. Ach, Moment! Nee, seelengebunden. Ja, ist das steht immer drin. Beim Umhang steht es euch immer drin. Na, er brauchte einmal die Set-Teile generell, damit er die hergeben kann. Ich meinte, was Sandra es auch meinte. Ja, daran liegt's. Ich hatte Dankeschön. Die Schulter noch nicht. Ja, geht. Gebunden steht immer dran. Bei so Sachen. Hab mich schon gewundert, warum das Addon nicht schreit. Umhang braucht noch wer? Ich glaube, bei Set-Teile nie. Gut, dann. Da geht jemand laufen. Hat jemand einen Transmog, Mammut? Sicher. Ja. Mhm. Ich hol dich raus. Nimm ja meins, ich sag das. Ich bitte. Das ich Transmog. Oh, der hat doch schon gepult. Deins Transmog schöner. Ja, aber bei meinem ist günstiger. Ich kriege das Gold. Die Frage, Qualität. Es ist ja eh am Anfang. Bevor wir da reingehen, ich muss transformieren, ich war noch nicht so weit. Oh. Ich konnte mich nicht entscheiden. So, wir haben jetzt die tolle, tolle Weltquest, darüber wird sich jeder freuen. Gehen wir dann nicht erst nachher hin? Was ist das? Die müssen wir jetzt doch noch gar nicht machen. Ja, gehen wir auch dann. Weil jetzt haben bei Buff Food und so. Ja, ja. Weil die oben, ne? Jo, die tolle. Das Buff-Food erst noch. Immer ja neu, ja. Okay. Weil ihr werdet sowieso sterben beim Weltboss. Also. Weil das ist ein PvP-Kampf. Das ist sowas, wie weißt du, wo Marion dich reingebaitet ja, hat, Domi. Wenn sie im PT sind, wir sollen damit neu anfangen. Was sagst du? Ich glaube, wenn die NPCs gewinnen, müssen wir halt noch neu anfangen, sonst wer halt als letzter steht. Ups, was hab ich denn da jetzt geholt? Ulolol. Ulolol. Bin ganz neu. Mach dich zur Kuh. Ah ne, du hast den Gepard. Macht euch alle zum Gepard. Die wollen nicht geritten werden. Jushko ist mega cool. Die wollen nicht geritten werden, ja? Da könnte was dran sein. Als Tank ist das der eigentlich auch nicht so kompliziert. Man spottet jedes Mal, wenn der. Ah, den habe ich schon, den habe ich schon tankt. Okay. War das der Boss, wo ich schon mal ins Wasser gerollt bin? Vermutlich. Es gibt Teilpunkte, allerdings wenig DPS. Muss ich halt entscheiden, was man will. Style ja. Oder. Ja, diesmal kann ich. Man kann aber wunderbar drüber segeln. Demon Hunter.
Ich kann auch mit dem fliegenden Drachenschritt am Boss vorbei auf der Wasseroberfläche entlang, bis es aus ist. Und dann du bist vorher tot. Also das wäre für den Stream, wäre das natürlich ein Highlight. Für den ersten Midmoons Gilden Raid und wenn du dann übers Wasser gleitest. Wir gehen mal später noch in die Beutebucht, Tori. Da gleiten wir noch mal eine Runde. Oh, jetzt auf zum Gleiten. Oh. Wir gleiten zusammen, voll toll. Ja, voll toll. Oder wir lassen wieder Domi mit Muko allein channeln. Da fällt mir gerade auf, oh, danach war er bestimmt sehr verstört. Das genau war, wo Schei immer bei Lisande weggelaufen ist. Ein bisschen, bisschen nach Dalaran. War Bombe, aber... Ja, ich bin dabei, ich bin dabei! Alles gut, alles gut. Die Debuffs müssen weg, sonst heilt das sich hoch. Die müssen entweder weggeheilt werden oder dispelt werden. Nee, die müssen gedispelt werden, sonst heilt das sich. Der Boss heilt sich dadurch, das Viech heilt sich. Wenn's dispelt? Nein, wenn's nicht dispelt ist, das ist ein Life Leech. Nur gegenheilen reicht nicht ganz. Es hat nix mitbekommen, er fragt, ob er heilen muss, oder kann er mit dem Hexer mit? Damage. Ja. Damage. Am Arsch. Wer will mitkommen? Dann haben wir noch einen zweiten Stoffi. Verdammt. Ich dachte, das ist alles mein Loot. Ja, aber der kann dir Loot geben. Es muss nicht negativ sein. Ich glaube, ich spiele auch Heiler irgendwann. Ja, fast. Dark wird kommen. Sehr gut. Also du löscht den Char wieder. Oh, da bin halt auch Kamana, oder? Nö, ich kann auch mit dem Monk feiern. Ja, okay. Wir haben hier auch einen Monk gestellt. Ja. Aber Tank, jetzt eigentlich auch spotten schon, gell? Reicht. Da, fährst du wieder spotten? B-Totenkopf, oder? Brennende Wunde da. Vom Stapel habe ich. Ja, wow. Das ist sehr gut. Achso. Alle zurück, weil jetzt warten wir auf nix. Wir warten auf nix. Ja. dann bohr die schnell aus und gib schnell die Quest da. Nicht, dass ich es dann vergiss. Oh, dann hol ich was zum Knabbern, wenn wir kurz Pause haben. Dann ich muss irgendwie machen. Dann bin ich mal kurz an der Rauch. Ja, kurz weg. Achtung, lieber Stream, jetzt kommt gleich ein Nicht-Muni. Buuuuuh! Eigentlich gehört er schon ein bisschen laut. Na, eigentlich ist er ja mehr so ein Karasan-Fremdgänger. Also bis jetzt hat's jeden Boss gut gezählt, sehr gut. Das gilt ein Erfolg. Das siehst du auch an dem Banner. Oben in der Ecke. Ja. Mindestens 8 von 30 Charakteren in eurer Gruppe sind Mitglieder. Also könnten jetzt... bis zu 30 aufstocken und dann wären wir immer noch genug. 8. Echt?
Ah, interessant. Ja, ja, das könnte man eh testen. Ob die 80%, weil irgendwie hat schon gesagt 80%, ja, allerdings könnte das auch für die Alten sein. Ne, die haben das mal gefixt, weil viele Gilden das gar nicht zusammengekriegt haben. Hm. Deswegen haben sie gesagt, okay, ja, Minimum 8 Leute und dann kannst du ja, auch die 25er Erfolge machen. Mal irgendwo. Ja. Waren wir beim ersten Boss noch Gildis und dann haben wir ein paar dazugeholt und die anderen Bosse haben dann nicht mehr gezählt. Hm. Ja, man muss trotzdem 80% auch haben. Man muss mindestens 8 haben und 80%, glaube ich. Die 8 sind einfach dafür, dass das Minimum noch an Forderungen füllst, damit du das nicht so lang kannst, die Gildenerfolge. Weil letztes Mal hat es definitiv dann nicht mehr gezählt, wo wir andere dazu genommen haben. Aber dass man es am Banner sieht, ist gut, weil da könnte man einfach sagen, dann kickt man den wir letzten testen. Mal. Loben wir nein, oh, leider doch nicht. Tschüss. Zwei Minuten, da kann ich ja noch einrollen. Bin ich auch noch mal kurz weg. Die Kratze mit Flügel ist ja geil. Das ist richtig. Ah, die Kratze ist besser, da warst du einfach die Vorbar. Ja genau, ich will auch sowas. Jemand ist ein Buch zum Umskillen da? Die Flügel kriegt man nicht mit, das ist blöd. Ja, einmal Kalo anhandeln. Voll praktisch, wenn sowas geht innerhalb der Gilde. Ja. Ja, toll, oder? Dankeschön. Da ist nichts schon da eigentlich. Dank um der Ordnung. Okay, dauert ihn ein bisschen. Um der Schwingen habe ich das auch wahrscheinlich nicht. Ist vom Jahrmarkt. Ja, hier habe ich auch. Nee, habe ich toll. Nicht. Nur lodernden Diamantanhänger. Ihr befindet euch in der falschen Zone. Oh. Ja, dann hätte. Ganz viele Murlocs, die selbstmord begehen. Das Leben gibt einfach keinen Sinn mehr. Hallo. Bye bye. Buddy joined your channel. Hallo. 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 Also du reißt uns jetzt beim Damage raus. Immuni Gimp Raid. Ich hab mich schon gewundert, dass Damage schreibt. Ich soll Damage machen. Hä? Muss ich lieber mit dem Parlament, dann mach ich mehr, glaube ich. Ja, dann komm ich mit dem Parlament. Aber stelle erst noch einen Stein, damit wir dich porten können. Der ist glaube ich weg, wenn du ausloggst, oder?
Nee. Nee? Dann braucht man immer so einen Pocket Hexer. Ja, so ein Spielzeug fehlt eigentlich. So ein Miniaturport, der vielleicht ein paar Aufladungen hat, dann verschwindet der. Ja, dann hätten die Hexer keine, keine Daseinsberechtigung mehr, also. Stimmt auch wieder. Ach, die sollen uns einfach den Massenport wiedergeben. Genau. Der war so toll. Ach, stimmt. Da konnte der Raid-Leiter ja mal alle zu sich porten, ne? Nein, da konnte jeder im Raid. Das war so geil, ey. Ich hab mal mit 340 Mann-Raids haben wir mal Sturmwind invasiert. Das war schön. Ja, das war aber vermutlich der Grund, warum sie wieder abgeschafft wurde. Ja, das glaube ich auch. Erst stehen da nur drei Mann und dann plötzlich stehen da drei Raids. Da stehen drei Sturken im Stealth und auf einmal PAPF! 120 Mann Attacke! Und das war wahrscheinlich der Grund, warum sie den Massenstift wieder rausgenommen haben. Endlich. Aber es war so aber cool. Aber es ist wenigstens noch passiert, dass man mal noch eine Stadt invasiert hat. Das passiert ja heute nicht mehr. Endlich einer mit dem TC. Die Erfolge hat ja inzwischen jeder. Alle außer Ben. Saudala. Gibt's noch einen Gesundheitsbrunnen? Niemals. Ja, geh es. Let's go. Also. Nein, nicht da drüben. Nimm lieber den ich von einem Fremden aus dem BG habe. So. Idan, schaust du ein bisschen wegen dem Orb? Weil wir als Tanks vorangehen, da kriegt man das relativ schlecht mit. Erstens die Ads bitte, die kleinen, dass die Jungs auch werden, wenn sie skilled werden. Und der Orb, wo der zurücklaufen muss, dass der eben nahen zurückgeht. Achso, ja. Und für die Ranges so als Tipp wegen dem Strahl und die Ads, wenn sie das überschneidet. Er wechselt den Strahl immer ab. Das heißt, positioniert euch dann schon, sobald ihr den Strahl gemacht habt, einfach auf der anderen Seite, dann seid ihr da sicher, wenn ihr euch umdreht, dass die Ads macht. Dann trifft euch der Strahl nicht. Also wenn ihr ihn jetzt rechts macht, sobald er durch ist, einfach auf die rechte Seite rüberlaufen, weil der nächste kommt dann links. Und dann kann er euch nicht in den Rücken treffen, wenn sich hier umdreht zu die Ads. Der Gesundheitsschein ist hier hinten, ne? Kann die wiederholen. Wenn noch keiner. Ein Glücksbärchen. Lucky Belly. Lucky Belly, genau. Das heißt dann dein nächster Twink, ne? Ja, genau. Ab sofort nur noch Mönch, nur noch Panda. Die Heiler nehmen dann die Pfützen in der Mitte und die Ranger, die ist die hinten. Vorzugsweise. Ja. Und die Melee ist die vorne natürlich. Na gut. Auf ihn mit Gebrüll. Report. Nimmst du rechts? Ja. Kampfrausch. Level 6 ist Spot bei 4. Ja, was ist 2? Erste Mal. 3. 4. Jetzt einfach immer wechseln. Dann ihr müsst einfach weg, gell, mit dem Zerschmettern. Sonst trifft euch dann dieser. Ihr dürft nicht bei mir stehen, bitte. In der Mitte immer die Milis. Ja, raus! Da kannst du's. Hast du ja schon. Was sollen wir jetzt machen? Diese in die grünen Pfützen reinlaufen. Reinstellen. Okay, passt. Vorne 2. Links. Ob wieder 4? Ja, 2 Sekunden, dann ist es bei mir weg. Hopp. Raus aus dem Kreis, bitte. Beim nächsten Zerschmettern müssen wir weg. Geht die Brücke dann kaputt? Kugel auf Sandra. Weglaufen. Ja, weglaufen. So weit wie möglich einfach zu. Darf ich jetzt wiederkommen? Ja. Ausweichen jetzt, Strahl. So, Achtung, jetzt kommt dann gleich. Brücke zurück. Und weg. Boah, ich hab fast runtergelaufen. Nach links? Hey.
Hier wird schon gesprochen. Kaori, weglaufen. Oh. Achtung, wieder zerschmettern, raus aus den Kreisen. Raus da, raus da. Rechts. Brennendes Pech gleich. Das zum Rennstein. Okay. Rennstein. Mal nach hinten. Ich gehe ganz nach hinten. Okay, keiner. Passt. Sehr gut. Achtung, raus, raus aus dem Kreis. Beim nächsten Mal bricht die Brücke wieder. Nach links. Kaori nochmal. Gesundheit. Auf Vision. Weg da. Ja, du liebst die Gefahr. Ich merk schon. Gildenmotto. Sandra, weglaufen. Lauf schon. Weil da komme ich nicht. Wie komme ich denn hoch? Gar nicht. Nein, gar nicht. An die Wand passt du. Das ist okay. Also, die läuft bis nach rechte Seite. Ran, was? Ja, ja, du sollst weglaufen. Das hat man zu mir aber auch schon mal gesagt. Raus. Battle Rest, bitte. Ich warte noch nach rechts. Ich hab schon. Ja, ja, ich warte noch kurz. Ich bin in 1. Aber Donny, der ist gleich kaputt. Er ist gleich tot. Jawohl. Was hat die jetzt killed? Was nicht. Mein Damage. Ah, das sengende Brandmal war das, was mich getötet hat. Das stimmt doch nur Scheiße. Oh, holy shit. Oh, Ethan hatte was ganz gut bekommen. Der erntet das. Super geil. Das ist richtig gut, was du bekommen hast, Danny. Jetzt hier nach oben. Ich würde es gerne weitergeben, aber ich kann nicht weitergeben. Warum? Weil das noch nicht hat wahrscheinlich. Ja, ich hab's noch nicht. Ah. Weil es nicht gedroppt hat. Dummy. Richtiger Satz. Harald. 910er ausziehen ist halt. Nee, das ist nicht effektiv. Nö, eher nicht. Nee. So, dann machen wir jetzt den wir haben jetzt Beste, oder? Machen wir jetzt die. Aber wir nicht erst was nachher machen? Okay. Jetzt hätte ich gern hinter mir gehabt, aber. Gut, dann machen wir jetzt erst dann Star Augur und Botanica. Nicht zu viel pullen, bitte. Wenn wir schauen, dass wir diesen einen da, jetzt wissen wir es ja, wie der heißt. Oh. Den wir nicht wissen, dass der gerade der Große ist, der den ganzen Scheiß da verursacht. Ihr bleibt mal draußen. Und du? Jetzt hier sauber. Auf Deutsch, er zieht sie heraus. Ober heißt runter, gell? Ja, aber der Sinn dahinter war herausziehen. Wir ziehen raus. Ja. Oh Mann. Oh, jetzt tut er wieder so unschuldig. Ey. Oh, mein Herr. Ja, er zieht nie raus, ne? Ne, ziehen Ohrne. Und? Drinne. Ja. Bleibst draußen? Aber so rein von der Chargröße her sieht schon aus, als wenn Kaldo mit uns in den Zoo geht, ne? So. Aber hey, er zahlt nicht viel, weil wir sind die Kinder bei ihm. Er hat die Aufsichtspflicht. Genau. Na, ich hab Wochenende, ich habe so unterwegs mit der Heimkinder, ja. Der kleine Black Belly möchte am Empfang abgeholt werden. Im Bällebad. Ja, genau. Kommst du da an und dann schreit er die ganze Zeit. Badinga!
Weiß ich ja. Kleine Black. Kleine Black Belly ist ein Bällebad. Ist noch raus oder kann man. Warum bewegt. Nee, ja, nein. Ist raus, ne? Warum bewegt sich der nicht eigentlich? Check ihn nicht. Immer noch der patrouilliert da. Was ist Lucy? Wo ich? Er hat gesehen, was vor der Tür steht. Und da fragst du, warum der sich nicht bewegt? Letztes Mal hat doch der patrouilliert. Oder macht ja. Der es nur Fero? Vielleicht ist es nur Fero. So, auch den holen wir noch ein Stück raus, vielleicht. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Weil dann können wir wirklich alle reinlaufen in die Bubble. Also, es laufen dann wirklich alle rein. Alle zu Black Belly, wo bist du? Ich bin hier, ich bin hier. Bin hier. Ja gut. Wer ist denn da jetzt weggesprungen? Niemand. Alter, hab ich gesehen. Ist nicht so, dass ich kein Vertrauen hätte oder so. Mangelndes Vertrauen ist halt einfach so eine Sache bei dem Pack. Jetzt weißt du doch, das klappt. Aha. Ich würde es trotzdem kein zweites Mal machen. Das ist so zuverlässig wie meine Kicks. Ja, stimmt. Ich krieg den nächsten. Ups. Wir warten. Tommy, der nächste war schon. Oh. Aber wie gesagt, es wurde nicht angezückt bei mir. Ja, ja. Dafür kann ich nichts. Bin super im Kicken normalerweise. Mhm. So, jetzt deuten wir erst so ein paar Sterne. Etraus, Tratreus. Das ist so hässlich, die Bosse. Ich hol mal Bier. Da bist so einen langen Weg zum Kühlschrank, hätte Michelle. Oder umfallen. Gut. Marian, du warst. So, also die Range ist bei lila, die Mili ist bei rot. Bleibt bitte in den Zeichen drinnen, damit wir die Frosty-Buffs auf euch ablegen können. Das weiß ich, wie das geht. Allerdings weiß ich nicht, was du für eine Bombe meinst. Martin. Wenn nix, weißt du das? Martin meinte, man muss nur irgendeine Bombe raustragen. Als Tank. Der weiß aber nicht mehr, welche. Ja, als Tank. Nein, ich hab Elisande gemeint. Ah, Elisande. Ja. Die Frost. Jetzt mit dem Frost ist so, du musst dreimal. Ja, ich weiß. Ich bin immer zuerst lila, dann muss ich auf die Seite und dann erst, wenn das weg ist, kann ich in die Gruppe rein. Genau, und da einmal Mille-Camp, einmal Ranged. Wie macht man? Nachher wieder Mille und der andere fang Dann mache ich Mille, Range, Mille. Gut. Haben wir genug Mille? Ja, mit Black Belly vorhin schon, gell? Ja. 1, 2, 3, 4 sind dann vorhin. Ah, 5 mit Ben. Mit Dummy. Ben, Dummy, Jürgen. 5 hinten. Sehr gut. Passt. Also, erste Phase einfach den Boss kloppen, schön auf euren Zeichen stehen, außer ihr habt diesen Frost-Debuff, wo ihr diesen Kreis um euch herum habt, dann auf die Seite, sodass euer Kreis niemand anders berührt und dann aber sofort wieder zurück zu eurem Zeichen, sonst kriegen die Tanks ihre Debuffs nicht los. In der zweiten Phase habt ihr diesen Feuer-Debuff, wo ihr einfach immer einen Schritt, am besten im Viereck, nach rechts, nach hinten, nach links, nach vorne oder umgekehrt lauft, dass die Fläche so klein wie möglich ist. Wir Tanks bomben dann die Fläche wieder weg. Und in der dritten Phase machen wir das dicke Add. Dann gehen alle auf das dicke Add. Das haben wir dann an. Und schauen wir mal, vielleicht brauchen wir nur eines. Gut. Brauchen wir Zeichen? Wir zwei? Eigentlich nicht, oder? Wir müssen halt so. Ihr müsst halt die Camps suchen. Also ich bin da auf der Seite, dann gehst du auf die andere. Bis das, da. Ich bin da jetzt, wo Dani steht, wo Dani nicht stehen sollte. Was? Gut. Ja, Dani, du stehst dann in X drinnen, gell? Sofern es nicht wieder irgendwas Gelbes ist. Wir stehen ja da im Dreieck, hat's geheißen, gell? Ja, wir stehen im Dreieck. Alle breit, passt. Dann pullen wir und denkt an eure Pre-Pots. Kann das Kampf raus? Ah, in dritten Phase. Okay.
Also ich fange bei den Milis an, gell? Du bei den Rangers. Ja. Ach so schön. Sehe ich das erste Mal aus der Range-Variante? Schlecht. Ich wusste gar nicht, dass man da runter gucken kann. Aber das jetzt schon eigentlich, oder? Ich habe leider die Zeit, um mal ranzulaufen. Kurz runter zu kommen. Aber ich jetzt schon? Ich sehe keinen Debuff bei mir. Ah, jetzt. Okay. Musst mit bitte abspotten, oder? Ja. Sobald du den Pull hast. Sammle wieder. Das da. Ist dann da unten, also. Ja. Einmal die Milis. Passt, dann geh wieder raus, gell? Ja, kannst du schon Richtung Range. Okay. Da. Einlaufen und taunten an. Gott haben. Sonst wirst du wahrscheinlich kurz warten müssen, bis die Ranges wieder zusammenstehen. Ja. Ah. Gott, schlecht, weil ich den dummen Ding habe. Range zusammen, irgendwo. Ich muss das auslösen. Ja, wir sind hier. Oh, ich hab's auch schon wieder. Nehm mal. Ja, ich hab jetzt nicht gleich auslösen können. Das sollte aber normal nicht passieren, oder? Dass ich den blauen Kreis auch krieg. Ah, jetzt hab ich da leider wen eingefroren. Weil es lang gedauert hat bei dir. Nein, ich glaub nicht, dass das. Ich bin eingefroren. Dass das passieren dürfte. Ich hab doch noch einen gleich hunted. 60%? Denkt dran. Verteilen jetzt alle, verteilen, schön verteilen. Und so klein wie möglich die Fläche. Es reicht, wenn es immer einen einzigen Schritt auf die Seite macht. Die Milis ruhig ein bisschen weg vom Boss. Ja. Mit dem Zweck. So dass man da noch dran stehen kann, die anderen. Nicht ganz an Rand laufen, aber nicht direkt beim Boss. Ja, spotten. Wieder ey. Das nur einmal. Ja, was hab ich denn jetzt? Oh fuck. Mein Erdöl rausgezogen. Ich hab gespottet. Ich hab schon gespottet. Gleich. Bei den Miles noch einmal. Noch 5%? Oder so? Gut. Ja, passt schon. Hä, hey, was ist jetzt tot? Ah, ich war tot. Kuku auf ihm. Martin? Ist es gekommen? Jetzt ist es gekommen. Was? Hey, ich glaube, ich war das erste Mal zu weit weg, weil ich es zeigen geschoben habe. Ich hab's nicht gecheckt. Aber der zweite passt. So, wie ist es jetzt? Wer kriegt das Ad? Ja, was nicht? Ich jetzt also. Dann geh ich schon mal auf die Seiten, oder? Erste Ad machen wir, oder wie schaut's aus? Ja, ja. Müssen wir. Gut. Aber nur das erste, glaube ich. Ja. Achso, na? Okay. Was? Was? Rück an den Rand, geh rück an den Rand. Ganz okay. Am Rand. Ed ist da. Ed da. Alle aufs Ed. Aufs Ed. Und vergesst nicht euch umzudrehen. Oh nicht, ja, geht noch. Ganz knapp, aber. Umdrehen. Aber wenn ich noch weiter bin, dann fall ich fast runter. Du kannst nicht runterfallen.
Das ist gut zu wissen. Das nächste wird einfach aufgetankt, glaube ich, oder? Müsste reichen. Ja, leicht. Hauptsache von ihm weg, oder? Aber ihr braucht euch nicht mehr drum kümmern. Genau. Stellt euch dann einfach mit dem Rücken zum Ed, dass ihr nicht gefiert werdet. Und? Stimmt, da ist ein Rand, da kann man nicht runterfallen. Das ist alles jetzt da? Hat man das wahrscheinlich schon getestet, gell? Ne, ich hab's mit dem Druiden getestet. Mit dem Dash an die Wand. Auf HC. Umdrehen? Ihr sollt euch so hinstellen, dass es euch sowieso nicht trifft. Also braucht es ja nicht umdrehen. Ja, aber da muss ich jetzt zu viel laufen. Oh komm! Ich stehe auf der ganz anderen Seite. Da bleib ich jetzt kurz drüber stehen und drehe mich die eine Sekunde. Oh. Könnt ihr mal Loot bekommen? Was soll denn das? Bei mir auch nicht. Was der Fax macht. Oh. Ja, aber Sonne hat was bekommen, das ist schön. Ja. Ja. Ich will ja nie was kriegen, zum Beispiel. Nee, willst du nicht. Du bist doch hier nicht wegen Loot, sondern zum Leiten. Aha. Ja. Gold. Oh, ich hab da gerade jemanden gesehen, der nicht abbiegen wollte. Bei Marion mit Suizidgedanken wegen fehlenden Loot. Was? Nicht abbiegen wollte. Ja, boom, ist gut. Der Ito hat gesagt, irgendwer wollte nicht abbiegen. Da glaubst du, kleines Kind. Ja, jetzt mal zurückgehen. Dabei ging's sogar nach rechts, die Abbiegung. Naja, Bogen, was habt's denn? War der erste, der bei dem Ops war. Oh. Mhm. Kann ich bestätigen, war vor mir. Ich bin nämlich vorne beim Mob und kann nicht pullen. Ah, du bist hinten. Du bist halt falsch. Aber man hört mich nur, das ist ja mein Vorteil. Dann jetzt schön den Totenkopf kicken. Ich krieg als nächstes. Ja. Das hab ich ernst gemeint. Mein Lachen war auch total ernst. Ach, Stille, was für ein Scheiß. Ach, leck mich doch. Entweder du fängst jetzt zu tanzen oder du setzt dich hin, das geht auch. Ich würde den Raid verlassen. Oder tanzen. Alter, 4 ist der Dispel. Gott, mein Wodka ist aus. Martin, mach hier neuen Wodka, schnell. Da. Ja, muss halt kurz herkommen und den Wodka machen. Kurz Raid-Pause. Wie soll Wodka machen? Er braucht schnell ein. Ja, genau. Der alte Alchemist. Jetzt weiß ich ja, was du der Pre-Potion verstehst, Marion. Ah, ja. Was ein Stammball. I kill you! Das ist schon wieder Totenkopf unterbrechen. Domi macht den nächsten. Jetzt? Domi? Ist doch schon. Schnell Domi, nochmal! Nochmal! Schnell Domi! Ich hab ihn gekickt, bevor du jetzt gesagt hast. Der Fall, jetzt verstehen wir uns schon ohne Worte. Na, jetzt hat es angezeigt, das ist der Unterschied. Sind einer weniger gerade. Ja, ist ja nur der Tank. Herr kommt jetzt echt richtig. Ist nur der Tank. Genau so. So. Bist du Dämmer? Aufseher der Dämmerwache, du sollst den Erzmagier unterbrechen. Okay. Nee, das wird nur angezeigt, weil das der war, wo es erst gepult wurde von der Gruppe. Springt dann ins Wasser, hallo? Ja, wenn der kickt. Ah, Hauptsache er portet sich hoch. Cheater. Los, ruf Single Bob an. Du hast doch seine Nummer. Ticket ist raus.
war das hier mit den Schildkröten? Ich hab's jetzt immer noch nicht verstanden. Einfach pullen. Als Caster volle Kanal drauf. Genau. Es geht darum, wer mehr Schaden macht, die Kröte oder du? Es gibt ja zwei verschiedene. Da ist für mich im Pool sowieso jemand. Ich hab noch Nachtfestungsquests, oder? Yay! Da kommt sie! Ja, was? Schildkröte, los, alle Caster drauf! Ja! Die reflektieren nämlich alle Zauber. Wer mehr Damage macht, ihr oder die Kröte, ja? Jetzt ist es. Also, wenn ihr genug Damage macht, kommt ihr durch das Schild durch. Hier dein Hexer, der hat schon oben. Und Charmy. So, dem ist. Ja, okay. Der ist der Domo. Holen wir alle, genau, aber dann sterben wir ungefähr der halbe Raid. Ja, zum Glück nur der halbe. Also aus dem Bodeneffekt raus. Muko fängt schon mal an. Ist Muko tot? Das wüsste ich jetzt auch gerne. Hä? Da war doch noch nicht einmal der Bodeneffekt. Ja. Ich hab mir lange gedacht. Ich glaube, das war Agro. Kann nicht sein. Da war nicht mal ein Mob dran. Wahrscheinlich ist der launisch. Ja. Also der Dave hat's einfach verkackt, aber Muko? Hat mich jetzt auch überrascht. Bitte schau mal nach, was dich getötet hat. Gewähltes Schicksal. Ja, mich auch. Okay, was ist das, Gaudi? Okay, hast du mein gewähltes Rätsel? Schicksal. Sieht ja, alles ja, aus. Ja. Da. Da ist wieder so eine Erzmagierin dabei, zwei sogar. Das da. Achso. Das disconnecten, aber dann mich untertetetten. Wärst du nicht gern untertetetet? Dummi. Also, weil er hat ja gerade gesehen, dass andere Leute auch sterben. Dachte er sich, hey, ich muss meinen Titel bewahren, ich muss jetzt auch tot sein. Der Titel, ja. Also ich bin auf die Wand. Bitte. Oh. Ach, das ist da, der was, wo es, Vorsicht, enger wird. Ja, richtig. Ne? Das ist der was. Ja, das ist der. Harry Eaton. Ja. Wer schaut wegen die Leute bitte, wie die stehen mit dem. Erstens mit die Ranken. Wer dispelt von den Heiler? Hat jemand Ziphus? Phyllis. Was? Ja, also ich hab auch Ziphus, ich kann aber auch dispeln. Geist Leute, so hab ich auch. Aber du kannst doch keine Magie dispeln. Du kannst keine Magie dispeln, mein Herr. Ach nee, das steht nur da Fluch. Okay, dann muss. Gut. Dann hab ich nichts gesagt. Ich hab Reinigung. Na, entweder können nur die Heiler. Bin oder Michelle. Da kommt schon wieder was. Ben. Hat einer der beiden. Und du sagst an, wenn du dispelst. Hast verstanden? Du schaust, dass keiner in der Nähe von den Ranken ist. Und dann dispelst du erst. So, Lucy, ich sehe doch das nicht. Ich bin doch vorn beim Boss. Oh, du bist ja. Ja, dann macht Michelle und Harry hilft da ein bisschen. Ich bin schau. Aber Harry sagt, ich kann dir das doch nicht sagen. Ach so. Wie soll ich das machen? Ja, also Eule schon. Das hätte ich zu vergessen. Ich bin so viel Eule, wie du Pala bist. Hilfe! Gut, ja, Michelle, das schafft sie schon. Du übernehmen, dass du da ein bisschen mitschaust, außerdem. Michelle, guck da mal ein bisschen drauf. Also Michelle, du dispelst, aber nicht sofort, wenn das aufploppt. Ich hoffe, du hast ein Dispel-Add-on.
Das ist jetzt der Moment, wo du Ja oder Nein sagst. Bitte? Ich hab dieses Kickware, oder wie das heißt. Also, nein. Gesagt, siehst du Debuffs? Mal ja. Die. Ich seh die. Wenn eine gut. Hier einen Debuff hat, dann ist es immer dieser mit den Ranken. Blau aufgeleuchtet, wenn man Lebensdings. Ja. Das ist dann immer genau. Der mit den Ranken, die siehst du hier dann auch. Das ist so ein. Da, wie einer, der von Wucherwurzeln zu ist. Und da geht es dann nur darum, du guckst, dass sie quasi keiner mehr um den herum steht. Und die Spieler schauen halt auch, dass sie halt da weglaufen, logischerweise. Und wenn du siehst, dass es safe ist, dann sagst du kurz Dispel. Und dann wissen alle, dass sie da jetzt drauf switchen müssen zum Damage machen. Also wie muss ich jetzt. Also ich muss denjenigen dispeln, der da in genau. Den Ranken drinnen ist. Aus dem spawnen ja dann diese Blumen, die einen verfolgen. Drum darfst du erst dispeln, wenn keiner mehr um den rundherum steht. Wenn alle neben dem stehen und die spawnen da raus und verfolgen genau den, der noch neben ihnen steht, der hat da keine Chance mehr wegzukommen. Dann du bist ja, also erst mal, die Blumen müssen alle weg. Genau. Genau. Okay. Erst müssen alle weg. Dann erst die spellen. Hat noch eine Beweglichkeitsfläschchen. In der Gildenbank. Noch vier. Welchem Fach? Ersten gleich. Oder nach zweiten. Zweiten. Der Futterdrogen. Bin ich doof? Nee, das sind keine mehr. Was? Wir werden da noch viel. Achso, ah, oh, das ist Tank, Entschuldigung. Wie will ich halt. Das sind die Orangenen. Ja, stimmt. Einfach mal Kaido anhandeln. Das ist. Kaido mit dem stummen Haar. Der Erzieher. Ja, genau. Dank. Harry! Aber Drogenabgabstelle ist doch der Erzieher. Wenn wir merken, dass der Damage nicht reicht, bitte bei dir jetzt helfen. Ich weiß, es ist eine Scheißaufgabe, aber es ist trotzdem so, dass wir von Range Ideas eher knapp sind bei den Aids. Und wenn wir merken, das geht sich nicht aus, als Demon Hunter bist du halbwegs mobil. Danke. Ich hab grad einen Disconnect, ich höre dich nicht. Ja. Mal kurz Moment. Ich wollte ihm eigentlich nur 99 Bronze geben und er hat mir nochmal ein Fläschchen gegeben. An die Range bitte, wirklich ich genug davon. Priorität auf die Kleinen, die nach dem Dispel kommen, auf die Blumen. Wenn ihr merkt, es geht sich nicht aus, dann schreit, das hang ich sofort raus, ich muss switchen. Da, mein Zeichen muss ich nur setzen. Die Leid. Wie viele Stacks hat man gespottet? Zwei, oder? Ich hab den noch nie getankt, keine Ahnung. Wie viele haben wir denn schon mal getankt? Mach doch mal den Bär! Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Stacks das waren, muss ich ehrlich zugeben, aber schauen wir nochmal, ich glaube, es war zwei. Weißt du es jemand? Eigentlich hat man doch immer über Kreuz gespottet. Und die Kampf war gut. Ja, voll. Ja, was ist denn mit der Kuh los? Oh, was war denn das jetzt für ein Kampfrausch? Nicht einfach wild rumtrommeln, danke. Weil ohne Kampfrausch bei dem Boss ist halt ziemlich scheiße. Beim der Schluss drin. Wir feel the rhythm. Aber wir können ja den ersten Try zum Anschauen machen. Weil ich glaube nicht, dass wir ihn beim ersten Mal schaffen. Aber bis jetzt jeden Boss beim ersten Mal geschafft. Aha. Aluminium. Stimmt, Aluminium. Aber so knapp. Hey. Ja, und das war am Anfang einfach mit den Max, mit so wenig Life und wenn man nicht weiß. Ja, und hier ist halt mehr los. Ja, so, schauen wir mal. Also, Bären, wir machen die Milis immer da, wo wir stehen, und die Rangers machen entweder rot oder orange. Als erstes immer die Kugel, wo die Milis sind, das ist entweder X oder Mond. Ja, nein, das ist da, wo wir stehen. Nein, das ist egal, aber die zweite ist immer entweder rot oder orange, aber das sagen wir dann eh. Genau. Also Finger weg vom Mond, quasi. Ja, ja. Mond braucht's überhaupt nie machen. Was fehlt denn der Gürtel? Es ranged. Es Milia schon, wenn wir dort sind. Oh, Orange. Da sagt nochmal einer, Farben kann man nicht neu erfinden.
Ari ist sehr stolz auf mich. Ich habe gerade auch einen Satz dazu überlegt. So, warte. Denkt dran, Solarkollaps, wo es so schön, Achtung, enger wird. Ja. Oh. Und die lila Krütze, wo wir rauslaufen. Die Peitscher, die aus einem rausspawnen, wo nur Michelle fällt, kein Ben. Michelle guckt, dass alle schön weg sind. Und in der dritten Phase dann dieser Einbruch der Nacht, diese Krankheit, wo man sich einfach einen Gesunden sucht und sich daneben hinstellt, vielleicht kurz sagt, hey Iton, ich stehe bei dir. Damit Iton weiß, er braucht nicht panisch davonlaufen. Iton, ich stehe bei dir! Beide sind krank. Super! Super. So, und eben diesen Giftsporen ausweichen am Schluss. Passt. Ja, schauen wir mal, wir haben schon gesagt, wann wir spotten müssen, oder? Ich glaube noch zwei Steaks war's. Und den anderen, von den anderen zwei, also spotten da wir immer den. Die anderen zwei ist so, dass man einer haben sollte. Aber da ist nicht so genau. Oh scheiße, ich hab gefällt. Also nicht einer, alle drei. Ja. Okay. Oh. Ari kommt was? Dann immer mit Ahu. Bandau? Das Gott, kennt ihr nicht kennen, das ist ja. Normal. Ach, das ist nicht normal, finde ich jetzt. Okay. Ja. Ich glaube, das ist Hand of Blood, oder? Ja. Auch. So. Du machst auf Spandau. Auf die Plätze fertig los. Nein. Alle bereit? Passt. Vergesst eure Pre-Pots nicht. Fläschchen Barfood hat jeder. Ist schon drin, los! Okay. Ah, du hast Agro. Ja. Da Kollaps, Achtung, bei den Milis. Ich hab gespottet. Aber cool ausschauen tut schon. Wie hast du jetzt? Wobei, och, eine 8 ist erst 20% mehr, also das ist ein... Oh, ich sehe schon noch, ne? Hab's, die Peitschen sind da. Ich bin krank, wer ist gesund? Auf die Erde, auf die Erde. Ah ja, genau. Dann werde ich verfolgt, wird schön weglaufen. Ach, verfolgen sind die Augen. Kontrolliert das Chaos, Achtung, bei Lila weg. Wir bleiben hier stehen. Reicht das? Ja. Gerade so. Okay. Ja, leicht. Achtung, Solarkollaps. Bei den Rangers. Ich glaube, das kann man einfach so hin und her spotten. Nächstes Attent 3%, 2. Geh schon mal zu X. Alle weg. Weg von Kaori. Und auf die Ätzen. Der Mini mit den Augen darf gern. Ich renne. Da hast du jetzt Totenkopf? Ja. Okay, und jetzt die Fähre bei Orange, bitte. Esseln kommen wieder, Achtung. Ah, von Silvexana. Ja, ich bleib hier mal stehen. War irgendwie nicht dran, ich weiß, aber es ging nicht. Beim ersten Mal direkt, sorry. Vorsicht, Milis, Vorsicht, Milis. Ah, den anderen. Was? Ich hab jetzt beide, oder? Ah, ich hab nur immer den High-Botanist, den wir bitte spotten. Du hast noch nicht viel Debuffs, also du nicht so schwer. 15 Debuffs. Achtung, Achtung. Das wird man nicht anzockt. Wir gehen zu Mond. Wird man nicht anzockt, okay. Aber passt schon. So, wir machen die Sphäre bei Mond. Milis, Range ist wieder bei Orange. Bot wieder. Ich wusste nicht Fokus. Ja, ist egal. Den nehmen wir jetzt noch dazu. Auf die erste Hilfläche warten. Und können eigentlich gleich kiten.
Und Blutlaus. Achso, haben wir keinen. Was? Kampfrausch? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Also jetzt würde man den machen. So, dann können wir den nicht machen. Achtung. Weil einer trommelt hat. Mit Kaori knuddeln. Nicht vor dem Lillanen weglaufen. Nicht weglaufen. Entschuldigung. So, Mili ist die Fähre bei Sphäre bei Mond. Range ist wieder Kondom. Doch kein Kondom. Uranus. Vor allem, ich hab jetzt verstanden, was du damit meinst. Oh. Ist. Wie lange muss man denn stehen? Auf die Ads gehen bitte. Achtung, Elis. Okay. In der Mitte 8 geben, ne? Die kühnen Dinger nicht berühren. Zurück zum Mond. Aus dem Lila raus. Ich hab's wieder gespottet, Entschuldigung. Und jetzt gehen wir zu X. Ruf danach, wo sitzt du im Kreis auf? Knuddeln, du musst mit jemandem knuddeln. Und hier stehen. Das ist das, wo man sich einen Gesunden sucht. Ja, Sphären wieder machen, Range ist wieder Kondom. Alles putten. Die Fesseln einfach lassen. Einfach lassen, die Fesseln. Ja. Okay, die Fesseln nicht mehr kehrt. Ja, von wegen. Schafft man das beim ersten Mal. Ohne ja, okay. Lulle. Natürlich wieder kein Loot. Das Spiel will mir doch verarschen, ne? War das ein Boss oder war das Trash? Ich hab Schuhe. Ja, ja. Sandra, deine sind besser, die kannst du ihm geben. Eben geben. Im Kaldo, steht im Chat. Was? Du auch? Ja, aber meine sind nur 8,75. Dann hat dieselben gekriegt. Okay. Ja, ich hab 8,85 bekommen. Oh, ja. Schön. Wo ist denn der jetzt? Was? Das ist der beste Spiel? Er hat einen Totenkopf. Nee, ich hab schlechter gesagt, das steht im Chat. Achso, ja, okay. Nur so brauchen wir das Spiel. Die nächsten Zette sind meine DD-Waffen da, aber ich brauch die nicht, also. So geht's jetzt. Geht's jetzt lang? Zurück. Wieder zurück. Selber wie ich. So, jetzt aber World Boss. Ich bin dann mal AFK. Ja, gut. Das war ja sehr gut, dass wir das auf Anhieb. Ohne Kampfrausch. Ohne Kampfrausch gemacht haben. Und vor allem, es hat nicht mehr so ausgeschaut, ob es komplett an der Kippe wäre. Zu den Geheimquartieren. Dann kurz warten. In? Welche denn da? Quartiere. Zu den Quartieren. Quartiere. Geheimquartier. Aha, Eton Scroll, du bist da. Damage Meter, aha, aha. Brauchen wir irgendwo lang? Ich hoffe, auf normal sind die nicht so ätzend. Aber nachdem sie übernehmen. Es ist ja einfach vorsichtig pullen und gut ist. Wenn man nicht alles pullt, geht's. Aber vorsichtig und nach draußen. Ja, schau ich mal, wie das kommt. Ich hol einen raus, ja. Von den Zweien, oder was? Oh, noch schlimmer. Kann man das jetzt kicken eigentlich, oder? Vielleicht. Ja, das ist die Weltquest. Sind jetzt die, was übernehmen? Sind das die Konkubinen? Ja. Wir müssen einfach nur die Leute killen, oder was? Ja. Ja, was ist halt so schlimm? Ja, wenn wir mehr pullen, die übernehmen uns. Und wir sind halt so toll und... Meinst du, wie jetzt? Und prügeln uns gegenseitig tot. Du wirst es gleich merken.
Was ist denn jetzt Pult? Ah, hey! Würde ich auf der Seite, es sind auch keine Schwächer. Hilfe! Da sind lauter Konkubinen dabei, mein Herr. Ich hab trotzdem nur auf der Seite, die ganze Zeit. Ich kann nichts machen! Ich bin ein Häschen! Nee, du kannst nichts machen, du warst ja übernommen. Und dann greifst du uns an. Das ist das, worum es gerade auch ging. Aber ich... Da waren zwei Konkubinen jetzt dabei, nämlich ja, mindestens. Ja, es ist trotzdem nicht alles drum gegangen. Und wieso laufen die immer zurück? Ich weiß nicht, vielleicht weil sie nicht drin mehr durchstehen. Die Kiten. Drinnen sicher, fühlen, so wie Kühe im Stall, so. Oder in der Pfanne. Da fühlen sie sich sicher, da bleiben sie auch da drin. Da, Moment, Martin, nicht reinlaufen, nachdem die zwei nicht laufen, retzen wir sie. Was ja. Macht Knochen passend dazu? Ich kann auch laufen. Ja, dann lauft's bitte. Aber dann warte bitte auf mich. Nein. Doch, bitte. Das lernst du nie. Wie man übernommen stirbt. Keine Ahnung, wo wir hin. Jetzt zu, so. Okay. Ach, ich schaff das. Da in die Mitte. Genau. Weiter, weiter in die Mitte. Und dann diesen Teleporter benutzen. Dann haben wir alle. Nein. Nein. Passt schon. Huch. Wer weiß, ist jetzt reingegangen, also das haben wir schon gedacht. Wir kämpfen. Die brauchen ja die Prozent. Das kriegen sie, sobald sie in der Instanz sind. Ist das sicher? Ja. Dann passt. Deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen nicht warten. Ja, 30% haben wir jetzt. Passt. Jo, wie wir. Also eigentlich ist das ja kaum das World. Das ist gut, ja, eigentlich. Keine Ahnung, eigentlich ist das ja kaum das Wert. Doch. Naja, sorry. Aber voll Gold ist wert. Bitte, die 700 Gold oder was du kriegst, schenke ich das so. Okay. Okay. Ja, damit. Ich bin gerade zu Reed, könnte es teuer werden. Aber es müsste ja eigentlich mal hochgeben, oder? Es ist für einen guten Zweck. Ja. Für unsere Bedürftigen. Wir machen das, weil wir das Spiel lieben. Oh, Single Bob wäre stolz auf uns. Wer? Single Bob. Wer ist das? Game. Das ist ihr Pocket Game. Da war mal so eine besondere Zeit. Oh Gott. Ja, tötet Muku! Tötet nicht Muku! Das wäre besonders, die Zeit, ja. Deine Nudeln waren einfach zu teuer. Nudelboykott! Nudelboykott! Wucher war das. Wucher. Ich finde ja, Muko hat die schönsten Nudeln. Oh, bitte! Nudeln. Der Mandeln ist das Pendant zu Nudeln. Und was machst du heute? Ah, ein bisschen Mandeln. Warst du nicht dabei im Hero Raid am Freitag? War das klar wieder? War das am Freitag? Oh, stimmt. Ah, jetzt kommst du wieder. Er hat schon verdrängt. Und nix, wann kommst du in unsere Gilde? Ja, genau. Michelle hat die Übernahme überlebt, das geht nicht. Nächstes Mal müssen wir sie töten. Was? Wieso? Ja, weil jeder stirbt, der übernommen wird. Ich werde es gar nicht übernommen. Du warst gerade übernommen. Achso, hab ich nicht mal aufgefallen. Sie war AFK, da fällt es natürlich nicht so auf. Sorry, ich hab ein YouTube-Video angeguckt. Ah ja. Ja, auf Facebook. Ja, war wie was. Harry letztens im Raid. Sorry, ich hab das Spiel mal geguckt. Kann man jetzt ja durchgehen? Deinen eigenen. Jetzt können wir durchgehen. Er hat seinen eigenen Stream geguckt und hat dann. Okay, man kann es unterbrechen übrigens. Verwandeln nennen sie das, oder? Ich kick nicht. Weil es so lustig ist. Oh, betäubt.
Jetzt ist kein Uri aber übernommen und da ist doch gar keiner dabei. Uku ist übernommen? Echt? Lass mich bloß in Ruhe! Ich war gerade am Turnen, so hey. Auch cool. Ja, so ungefähr. Ich wollte schon dich paralysieren. Ist mir gar nicht angesagt worden. Wo ist die Fingergriff? Betäubt. Ah, wieso kann ich niemanden mehr angreifen? So, Dagi. Weil das deine Gruppenmitglieder sind. Nee, im Ernst. Wieso kann ich die Mobs? Ich kann die Mobs nicht mehr. Baller ihn weg. Weg, jetzt. Ah, das könnte gewesen sein, weil hier diese Säule im Weg war. Dass dadurch die Zauber nicht durchgehen. Wie viele haben wir? Zwei. Zwei. Ich glaube, Ethan war's. Das ist die langweiligste Weltquest, die ich je gemacht habe. Pull hier mal mehr, dann hast du sehr viel Action. Das waren schon alle Behüterinnen jetzt. Wieso wurdest du durch einen Blitzschlag getroffen? Durch einen Kettenblitzschlag. Oh, irgendein Name mit S stand dabei. Ich mir gerade. Nee, dann. Das kann nur Sandra gewesen sein. Sitohan! Dann Danny. Das war Danny, der an Sangas PC gegangen ist, dich dann ins Fokus genommen hat. Und gesagt hat, drück 1. Er sitzt nur 2 Meter Makro, von mir. Drück das Makro. Könnte sein. Jawohl. Buddy Ray. Ja, warum? Oh, und es gab wirklich Ruf. Ja, der Ruf ist eigentlich nicht ohne, so. 500, wow. Bringt mich näher. Muku, endlich fliegen, oder? Drück näher. falsche Fraktion. Wo müssen wir denn jetzt wieder einschauen? Nachtspitze. Nachtspitze. Dankeschön. Nicht vorlaufen. Zur Nachtspitze, stopp. Da ist stopp. Engage! Weißer der Wege, gibt eine Black Belly. Hallo. Nacktspitze, ja. Da habe ich eigentlich noch ein Kondom auf mir drauf. Ich nehme es runter, warte kurz. Dankeschön. Nein, Nelly, lass es drauf! Yes. Alle gucken in-game. RP over, nein. Sind alle da? Ja gut, dann rein! Also wie müssen wir da jetzt machen? Also Inimoni... Alle Höflinge wegziehen! Ich nehme beide Konkubinen und du... Was Konkubinen? Höflinge wegziehen! Ja, wir müssen ja die Höflinge wegziehen! Na, ja, ich zieh die weg! Ich hab das... Oh, weil ich schon gehabt hab! Wen greifen wir an? Die Aufseher! Die Aufseher! Welche Aufseher? Die Aufseher! Astral-Scharfseherinnen! Nein, die Mitternachtsschrift. Ich hätte auch gesagt, Schrift. Was? Okay. Aber ja, beide. Die man halt töten kann. Ich kann aber irgendwas jetzt sagen, wenn man sich nicht einigen kann. Also ich muss sagen, alles was tot ist, ist tot. Bisschen nicht so chaotisch. Die Nachtelfen. Einfach die Nachtelfen töten. Alle Nachtelfen, ja. Vor allem sind ja keine Nachtelfen, oder? Aber gezeigt. Die kommen von den Nachtelfen. Hallo! Sieht alles gleich aus. Geht auf die zwei. Das bringt die. Aber wenn du gerne Bomben machst, das bringt nichts. Die kriegen kein Damage. Die haben einen Buff. Na, ja, der ist schon so weit weg. Ach, das ist der Typ mit den Ringen, ne? Mhm. Ja. Die. Das ist Typen. Die Elisande. So, der Abenteuerführer sagt Sternendeuter. Nein, das ist ein anderer. Das war der mit dem Raum. Ah, wir sind schon mal vorletzten Boss. Ja. Wunderbar. Nee. So, was war denn? Entschuldige. Idiot. Motor. Was machen wir jetzt? Töten. Einen von der zwei weg. Die müssen nur auseinander stehen, weil sonst heilen sie sich gegenseitig oder verhindern, dass wir schaden. Waffensicherheit. Warten. So, in die Kugeln, die runterfallen, stellen sich rein. Einmal unser geiler Hexer. Kann ja nicht ich sein. Hä? Kann ja nicht ich sein. Wieso? Das schönste Hexer-IQ, das es gibt. So, also einmal nix. Bei den Melees macht
jetzt am besten Harry. Und bei den Rangers noch Muku, du bist auch noch schnell, oder? Ja, jo. Passt. Also Muku, Nix und Harry in die Kugeln. Was war das? Der Debuff, Nix. Weißt du, wovon er das ist, den man raustragen muss als Tank? Irgendwas Phase 2 oder 3, glaube ich. Du meinst die Bombe, ja? Ja, genau, vermutlich. Ist das die normale Bombe, die sowieso jeder hat, die kriegt der Tank dauernd? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Okay, Ethan, du machst das statt Nix. Nein, das ist doch gut. Ja, was jetzt? Ich kann nur nicht schnell laufen, ne? Also, das ist halt... Hast du keine flammenden Füße? Ach, nein, ja, hab ich natürlich nicht geskillt. Ja, dann macht's E-Torn. Der ist sowieso ein Wölfchen, das ist doch viel schneller. Ja, E-Torn, du stellst dich in die Kugel. Der hat grad Bier geholt, muss ich nochmal sagen. E-Torn, du stellst dich in die Kugel statt Nix. Okay. Die am weitesten entfernte, ideal. Also, ja. Das sind ja nur zwei. Und passt. So. Dann Kugeln ausweichen. Schön die Ads hauen. Immer schön die Haste Bubble. Range ist nicht in der Mitte. Range ist immer schön hier am äußeren Rand. Ja, die Kreise kommen wieder in die erste Phase. Ist leise. In der letzten Phase dann den Boss unterbrechen. Zweite Phase eben die Kugeln aufsaugen. Dritte Phase auch die Kugeln aufsaugen. Und was wichtig ist, wenn die Kugeln kommen in der ersten Phase. Guckt drauf, dass ihr den ausweicht. Das ist wichtiger als Damage zu machen derzeit. Also ausweichen, überleben, viel, viel wichtiger. Und Kampfrausch in der ersten Phase, weil es kommt ja nur einmal Ringe. Also so, wenn beide jetzt da sind. Kommen die überhaupt in der dritten Phase bei normal? Was denn dort? Immer noch nicht. Nö. Also Kampfrausch beim Pull. Also sobald sie dann da ist, nicht beim Pull. Wenn halt beide jetzt da sind, einfach. Naja, warte lieber bis die jetzt, weil die, wenn die auf der anderen Seite spawnen. Okay, gut. Dann warten wir, bis die jetzt da sind. Gut. Was denn jetzt? Ja, warten bis jetzt. Du nimmst Boss, ich nehm die jetzt, nein. Jetzt okay. Am Anfang. Ja. Passt. Lüla. 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 Michelle. Lüla. Oh ja, ich hab gar nicht gemerkt, dass sie raus ist. Wo ist sie? Oh ja. Ich guck so neben mir, die ist nicht mehr da. Der Lüller, wo sind sie? Ruf sie mal an, vielleicht ist der Heimgang. Ich hab nicht mal gehört, dass du das gesagt hast. Die wollen was von dir. Die sagen Geldenkick, wenn du dich auch sofort. Ja. Hab ich kein Knochi? Haha. Mein Knochi? Ich hab echt nicht gehört, dass du weg bist. Hallo. Ja, der hat's mein Headset wahrscheinlich nicht übernommen. Ja, passt, dann bist du jetzt da, dann gibt's jetzt Pull, denkst du an eure Prebots. Rangers nie in der Mitte stehen, ne? Genau, Rangers also nicht in der Mitte. Auf anderen Seiten. Und ich geh jetzt mit dem Boss auch rüber, aber, gell? Ja. Okay. Und komm, Frosch. Den roten nicht neben den blauen, genau. Ein bisschen weg, ein bisschen weg, ein bisschen weg, den roten. Gut. Jetzt hat man gesagt, dass ich spotten muss. Das ist Ablation. Auf dem langsamen. Der langsamer. Dann schnell, gerade durch einfach. Ich hab's jetzt zweimal. Ablation. Also du hast zweimal. Blaue ist halt auf der anderen Seite. Holt sich nochmal den Haste-Buff. Ringe kommen. Nicht schlecht, alle zurück. Dev-CD zünden, wenn das Ding kommt. Dev-CD. Und durchlaufen. Oh Lord, ich war nicht mehr drin! War komisch. Bist du schnell? Bei 3 ist X so gespurten, also machen wir das mal so. Das blaue Ed ist da.
Rote noch kurz. Anderen? Ja, ich habe nur den Buff. Achtung, jetzt Arrange ist raus aus der Mitte. Am Boss hier. Wieder? Achso, okay. Achtung, Ring. Und jetzt da links raus. An den Richtung ran. Die Pfützen eigentlich zwischen die Phasen? Zwischen die Phasen, glaube ich schon. Richtung Rand, bitte. Keiner mehr in der Mitte stehen. Keiner in der Mitte. Da, jetzt die Kugeln. Mana schaut schon relativ knapp aus durch das andere. Möchte mal anregen. Blau ist es. Da, das Rote. Da ist ein paar Bomben frei. Jo, hab schon. Bomben-Boss. Mit der Explosion dürft ihr nicht bei den. Nicht im Range stehen, ne? Die muss rausgetragen werden. Genau, das ist die Explosion jetzt. Ich hab's jetzt durchgelesen, vorher hab ich keine Zeit gehabt. Du hast während des Bossfights durchgelesen. Okay. Da, jetzt ist blau. Auf der anderen Seite. Ich hab gespottet. Auf der anderen Seite ist es blau jetzt. Ja, dann schon da. Ach, ihr habt die Operation. Muss ich spotten? Da ist nett. Hab ich schon. Ist der dritte? Der kommt jetzt hier. Da ist noch ein dem kann man nicht ausweichen, einfach stehen bleiben, dass die anderen rauslaufen können. Spot. Der blaue ist da. Ich hab kein Mana mehr. Wollt ihr euch den Haste Buff? Haben wir noch Anregen auf die Heiler? Kugeln kommen runter übrigens, gell? Ich hoffe, da hinten steht einer drin. Ja, Kugeln sind drin. Hab gespottet, kommst raus. So. Holt euch nochmal den schnellen Strahl da. Hast du noch einen Mana-Pot? Nope. Ich kann den nicht einsetzen. Okay. Achso, Abend tue ich sie schon, aber... Boten bitte! Autsis. Hab gespottet. Du musst raus. Du musst raus. Hab doch eh schon lang. Beim Boss bleiben? Beim Boss bleiben. Alle schon mal ein bisschen raus. Aber nicht in der Pfütze stehen. Mach ich noch gar weg. Gut. Da jetzt sie kicken bitte immer. Muku, wenn dein Anregen wieder ready ist, dann bitte einfach kurz Bescheid geben. Ist sonst vielleicht gescheiter, wenn einer von den Heilern mal stirbt? Wer braucht Anregen? So? Wir haben doch keinen Battle Rest erste Minute. Achso. Wir haben nochmal aufgehoben. Wenn Michelle stirbt, hat sie ja eh noch die Walküre. Hinten sind die Ads. Ads sind auf der anderen Seite. Wir haben doch niemanden aufgehoben. Kick. Battle Rats is ready. Ach so? Und wer braucht einen Anregen? Michelle. Elua. Wo ist jetzt der Boss? Bist du mit dem Boss drüben? Ja, die bleibt immer stehen, wenn keiner dabei ist, der kickt.
Bitte ein Mille oder sonst was, der noch mitkickt. Ja, ich komm. Ich kick. Ich nehm den nächsten. Jo. Und den nächsten. Sorry, das war jetzt hart. Nimmst du auch den nächsten, Harry? Jo. Jetzt ja, den nächsten kann ich wieder. Wer ist da? Könnt ihr den nächsten auch? Ist schon. Jetzt explodieren gleich zwei. Death CD am besten. Was explodiert, wer? Was? Ja, die Bomben. Jo. Da. Einer vielleicht reingleifen, wenn einer was Bomben hat. Die sind schon weg gerade. Das habe ich vergessen. Da. Ah. So. Der Debuff geht nicht mehr weg, oder? Douglas. Geh rüber zum Ed. Explosion ist auf mir. Ja. Meine muss schneller gehen. Meine explodiert schneller. Ich bin ja in der Slow Bubble. So. Ich hab auch eine. Ich bin auch in der Slow Bubble. Dann kommen da gleich wieder. In 10 Sekunden kommen zwei gleichzeitig. Ich kann wieder kicken. Dev CD, wenn ihr habt, jetzt. Und jetzt hat's ja. Wow, geht doch. Okay, geht chaotisch, aber ging ja doch. Ich sollte sie eben. Ah! Wow, wie lange nichts aufgewertet ist. Wacht den Umhang wer, wacht 75, doch nicht. Da kann ich dann geschrien, oder? Ah da, ich kann was Muku geben, schau. Was? Nächste ist Kul'dan, oder? Ja. 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 Also, aber ich glaube, ich habe den Bossfight des Tanks das erste Mal richtig verstanden. Schon gedön. Sehr schön. Ja, ein bisschen wurden halt die Willis am Anfang gebombt. Das hat sehr viel Ahnung. Es hat ja keiner gesagt, dass das der Debuff ist, ich hab ja gefragt, und es hat keiner gesagt, dass das der Puls, weil vorher ist der Puls genau, das hat ja genau das gleiche. Das heißt, es genau heißt immer, das heißt immer gleich, ja. Ja. Und alle drei Phasen macht's was anderes, aber es heißt immer gleich. Jetzt müssen wir dann hin. Drei Heiler oder zwei Heiler? Quell der Nacht. Merkt es euch heute mal. Drei Heiler oder zwei Heiler? Hm. Gute Frage. Danke. Vermutlich bis zu 3, oder? Haben wir dann genug Damage für die Augen? Mal schon, oder? Das ist jetzt nur die Sache, wer uns gilt. Also Moku und ich könnten noch halten. Ja, auch noch vielleicht 2 halt. Aber mal. Es geht um davon, wer mehr Damage hat. Dann bitte Moku heilen. Jo! So, Marian. Komm zu mir, mein Bäumchen. Na, und den Checking, wie das ist mit dem Auslösen. Es ist eigentlich komplett simpel. Er hat einen Energiebalken, der hat. Und der Energiebalken wird immer ausgelöst, indem die zwei Tanks übereinander stehen. Damit macht er dann die Sense. Je höher der Energiebalken, desto mehr Damage. Also muss man schauen, dass man immer so bestens bei 30 schon auslöst. Mit den Fesseln und so weiter. Ist oft möglich, dass es mit bei 30 nicht geht, dann muss man es halt dann gleich machen. Aber das ist eigentlich das Einzige, was das macht. Und mein Dings, die resonante Barriere, zünd die Wand nur bei den Fesseln? Die zünd bei den Fesseln, ja. Also ich hab's zumindest immer bei den Fesseln zünd. Und nicht beim Auslösen oder sonst irgendwas. Ja, kannst du auch. Wie oft haben wir die? Haben wir die öfter oder auch nur alle 1,5 Minuten oder wie oft das ist? Oder alle 1 Minute? Bei 15 Sekunden sagst du da. Echt? Weil die, achso, das ist bei den Tanks anders, weil die Idee hat sie ja nur alle 1 Minute oder so.
Ja, aber drück einfach drauf. Drück einfach jetzt drauf. Wir waren ganz sicher. Ah, ja, stimmt. Okay, 15 Sekunden. Was passiert mit mir? Oh Gott! Oh Gott! Ich sehe vor allem nur der Tank selber. Oh Gott, was war das? Also, ich habe auch gesehen, wie sie größer geworden ist. Also schon? Okay. Bei mir ja. 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 Geil, ich bin nochmal. Die Kugel ist nur nicht da. Nein, die Kugel zeigt man nur selber. Okay, diese, die nehmen dann ja voll die Sicht. Sowas. Ja, aber ohne wenn nichts mehr machen, also. Also, erste Phase: die drei Äxter töten. Zuerst den Inquisitor, dem Teufelsstrahl ausweichen, den er da macht. Die Rangers nicht hinter den Milis in einer Linie zum Boss stehen, damit die Milis nicht den Strahl durch die Fresse kriegen. Also das Range einfach immer ein bisschen auf die Seite. Zweite Phase, dann die Teufelsketten, also die die Ranges schön in der Mitte bleiben. Das wird jetzt runtergekickt vom Rand. Dann immer die Teufelsfessel, die Leute hinlaufen zum Raushelfen. Wenn dann das mächtige Höllenfeuer ist, natürlich rauslaufen aus der Krütze, aber trotzdem schön mittig bleiben. Billis nie vor dem Boss stehen, wenn Augen kommen, unbedingt die Fokus und am besten den DD-Extra-Button, den ihr da habt, für die Augen aufsparen. Es geht sich aus, wenn man so 2 Sekunden bevor die Augen spawnen, jetzt klickt, dass sie für die nächsten Augen wieder da sind. Ja, dritte Phase. Oder bin der zweiten was vergessen? Flammenlöcker. No. Dritte Phase, die Flammen schön ablegen, da reicht's wieder. Wie gesagt, wenn ihr einfach immer einen Schritt auf die Seite geht, dann müsst ihr nicht wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend laufen. Machen wir schön kontrolliert und so klein wie möglich. Die Seelen saugen aus der Mitte, wieder keiner vor dem Boss stehen, Auge fokussen, sobald es da ist. Erstmal ein Mark auf mich, ist klar. Kack dir nicht an, du machst es. Da geht's nur um die Positionierung. Da geht's nur um die Positioning, dass sich die Leute an dir orientieren können und du weißt, wo die Leute hinlaufen müssen. Oder dass weiß ich doch. alles gut. Gut. Und dritte Phase hat also die Seelen saugen, bei dem Sturm alle auf die andere Seite laufen und bei der schwarzen Ernte kann sich gern jeder, der kann, selber ein bisschen mitteilen. Das macht's den Heilern ein bisschen einfacher. Die Heiler zünden ihren Defensiv-Cooldown da, also den Extra-Button, immer wenn er sein Höllenfeuer schmeißt. Wir haben genau. einen Heiler im Melee-Camp, das passt gut. Was Kick auf Rädern? Wer möchte Kleidung einkaufen? Oder mit seinem Fachhochschulabschluss eine tolle Ausbildung bei... Warten. Kleidung reicht. Schau, ich hab 2 Stoff. Und Schnaps. Als Heiler ist auf jeden Fall nicht schlecht, glaube ich, Gul'dan im Fokus zu haben, damit man weiß, wann man die Barriere auslösen muss. Oder sag gar nicht, DBM auch. DBM hat's auch. Der Lüla! Der Lüla! Der Lüla! Ja, oh. Danke. Passt. Bei den Ads, wer was frei ist, nimmt den ersten, danach den zweiten, der andere und dann den dritten, wie es ausgeht. Also, was für Marks können wir uns geben, die bleiben? Was das wäre? Ich hab Totenkopf und. X. Wenn Good. Du das sagst. Er muss das wissen. Bei den Dings stehen dann ab Phase 2. Wir müssen das auslösen. Und schauen wir mal, wie das wird. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, dass Stern und Kreis für die Fesseln sind. Okay. Oder noch irgendeine andere Nutzung. Gut, dann gehen wir es an. Jo, schauen wir. Passt, dann kriegen wir die Pre-Pots. Die Heiler vielleicht die Pre-Pots sparen und lieber Mana-Trank verwenden, ist vielleicht geschickter. Pots, non-Pre-Pots ist egal, oder? Den braucht man den nicht unbedingt. Den im Kampf dann lieber sparen und dann, wenn es sein sollte, einen Mana-Trank nehmen. Passt!
dann pull ich. Jetzt auslösen. Achso, ja, du musst mal reinrennen, wenn ich Akro habe, oder? Achtung, piu piu. Ist das was Edge? Immer der, was nicht Akro hat. Ich weiß nicht, wer Akro hat, ehrlich gesagt. Niemand doch in der ersten Phase, oder? Bei ihm. Ich check's echt nicht. Okay. In der ersten kann ich ihn doch gar nicht tanken. Na. Inquisitor ist da, euren Extra-Button. Deckst du den mal her, du? Wow! Der dritte, raus. Wir können... Ah, okay. Ja, da brauchst du den Cooldown. Oh, hab ich ja noch nie gesehen. Sonst RIP. Das hat wahrscheinlich gescheit gemacht, das hab ich auch nicht gewusst. Bei was muss man das machen? Bei dem von dem Großen. Schlag, da heißt Zerstörung. Da ist halber Schuss. Teufels Ausfluss, aber okay. Das ist ganz egal, auf wen wir gehen. Ah, ja, sie sind alle beide gleich, ja. Also ja, ist es. Achtung. Und zur Mitte. So, und jetzt? Hält ihr euch? Also, wir müssen auf die andere Seite. Ja, ihr seid witzig, weißt du? Da wurde ich von X immer genau gegenüber. Ja. Wo soll ich da hin? Ich mach ihn solo, das passt schon, ich bin drin. Verdammt. Jetzt sind wir mit dem Punkt. Du fängst da, Marian. Ja, haben. Nee, bei grün, Range ist auf grün. Da ist hier. Zu grün, auch die Heiler. Jetzt die Real Abilities nach hinten laufen. Nach hinten laufen in die Range-Gruppe. Nach hinten, stärken. Da, glaube ich. Wie löst Marianne, du das aus? Du kannst dich übrigens auch umdrehen und gerade vorwärts laufen, dann läufst du schneller. Ja, das war. Und mal also eine Teufelsfessel müssen wir zusammen nur in die Fesseln noch. Okay, gut. Du läufst aus diesem Kreis mit den Fesseln erst dann raus, Augen, wenn du... Augen. Ja, jetzt, was jetzt? Alle auf die Augen. Augen. Damage auf die Augen. Auslösen? Es gut. Sollten immer so drei Leute bei dir stehen, wenn du die Fesseln auslöst. Oder ein Heiler mit dem Cooldown. Spotten? Hab doch schon lang. Hinten zum Auslösen, die Range, die noch über sind. Auslösen, oder Martin? Schon längst? Ja, passt. Ja, lauf. Entschuldige. Beschuss in 5. Da auslösen. Ja. Gleich die Augen. Hast du Anzeige bei den Prozent? Augen. Unter Ärm halt. Alles. Nein, nur ob du das siehst, weil du das jetzt so genau gesagt hast oder ob das. Sicher, steht 20, 23, 25. Hey, passt drüber vor. Die Kuppel. Nicht fahren. Da, weg da. Hallo, nicht fahren, bitte. Danke. Ja, ich musste gerade mal gucken, wo vorne ist. Die Heilerkuppel bringt nur was gegen Feuerdamage. Also wenn die Augen kommen, bringt das nichts. Zumindest bei diesen Schattenaugen nicht. Immer nur bei dem Feuer. Ich meinte die Fesseln. Da bringt's was. Oder die Fesseln, ja. So, Achtung. Kritze bleibt. Raus da. Aber schauen, dass ihr nicht so weit draußen steht, sonst also werdet ihr hier runtergekickt von Teufelsfesseln. Okay. Also jetzt hat viel länger Abklingzeit übrigens, meine Barriere kann 15 Sekunden über. Also war das voll für die Würste. Lauf, ich steh dran, lauf. Aber wäre gut, wenn die, wo links stehen, die Rangers, sich ein bisschen nach rechts orientieren. Wegen den Fesseln, sonst könnt ihr da recht gut runternockt werden.
Danke! Das ist so, dieser Skill ist richtig praktisch. Fesseln in 5, Augen in 8. Bitte erst die Augen machen. Ja, erst die Augen machen, dann die Leute erst den Fesseln holen. Ah, ja. Der Teufelsfessel läuft mir. Auslösen, Claire? Nein, eben die Augen nicht auslösen. Das ja, ihr wird's trinken, Mann. Ach, wir reden nur von Tank. Okay. Lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Vielleicht sollte man das nicht aus. Wohin muss ich laufen? Einfach raus. Aus diesem Kreis raus. Du siehst da so einen Kreis und aus dem möchtest du raus, wenn drei Leute bei dir stehen. Wenn drei bei mir stehen. Ja. Ich bin tot. Können wir sie essen? 1:30. Okay. Anda, du schaffst das. Mächtige Teufelsfessel. Ah ja, sehr gut. Jeder, der jetzt kann, nochmal seinen Extra-Button drücken. Wir müssen auf jeden Fall woanders hin, ja. Das Feuer geht weg. Das Feuer geht weg. Keine Ahnung. Ihr hättet zwei Seiten markieren müssen erstmal. Ah, was? Ja, hätten wir. Nicht in der Mitte. Mitte ist blöd. Nicht in der Mitte. Ja. Weil da schon Leute. Ja, weil da Leute halt schon drin stehen und da darf keiner drin stehen. So. Das wäre Damage for free. Kampf raus, oder was? Nein. Das Feuer nach außen tragen durch keine Leute durchlaufen. Und nicht zu große Schritte, es reicht, wenn er immer einen kleinen Schritt weitermacht. Ihr braucht. Leider auch nach außen nur. Ihr braucht das Feuernetz in so einer riesigen Linie. Auge. Auge ist jetzt. Das Auge? Man konnte es als Miele von viel weiter weghauen, wie man denkt. Achtung, Dani, Flammen, nicht durch die Milis laufen, nicht durch die Milis laufen, bitte. Ernte. Die Seelen sind alle drin. Was heißt das? Wir werden jetzt sterben. Der schnell geht noch in die Mitte, noch ist nicht so spät. Naja, schon eh alle weg. Fast schon. Raus, raus. Okay. Lucky. Wer selber heilen kann, heilen unbedingt. Wenn der Battle Rest fertig wird, dann bitte auf Delilah. 5 Sekunden. Ach so, jetzt mach ich gleich. Kannst du ihn auslösen nochmal? Danke. Achtung, in 2 Sekunden rüberlaufen. Könntest du schon mal anfangen? Stumm. Wohin? Einfach auf die andere Seite. Gegenüber von der Seite. Die, wo Feuer haben, halt nicht durch die Mitte. Bist du? Sind wieder Seelen drin? Und Auge. Erst das Auge, erst das Auge. Große Auge. Ach, voilà, da war's. Die Seelen bitte. Ben, oder sind schon? Okay. Ich hab jetzt 3 Seelen, mehr geht nicht. Okay. Und mehr geht schon. Ja, ich will jetzt nicht mehr machen. Weil auslösen bitte? Gartenzwerg, raus weg. Bitte. Raus mit dem. Genau. Achtung, schwarze Ernte, jeder selber heilt. Selbst CD. Da sind noch Seelen drin. Erstmal. Achtung, die Flammen in 2. Von weg, bitte. Und Leute, rüberlaufen. Auf die andere Seite. Auge. Auge. Auf der anderen Seite. Auf die andere Seite. Kampfrausch, Kampfrausch, Kampfrausch. Du bist doch dann trotzdem okay. Haben wir als Tank nie die Flamme oder war das einfach Glück? Das ist einfach Glück. Okay. Auslösen? Ja, ich war eh da, ich mag nicht. Du musst genau zu mir gehen. Du musst nicht vor ihm stehen, sondern zu mir.
Deshalb, ja, die Marks, dass das eine Mark jetzt andere läuft. Yay, Gold! Gold! Yay! Boah, jetzt echt zwei mit 20 Zehntel Glück. Zwei der Gold und Artefakt macht. Ja. Ihr müsst bleiben, es gibt bestimmt noch welche, die das Video gucken. Ja. Na, gibt's nicht, weil es war schon jeder hier drin. 98 Relief, what? Alter Vorder. Ich hab vor allen Dingen nur ein 825er. Danke dir! Bitte, bitte! Alter Vorder. Ich hab schon ein Setteil gekriegt, aber 875, wo ich Legendary on hab, super. Ja, vielleicht musst du es mir tauschen. Aber ein Sicherneck gegen 875. Wobei ich mir eher schon gedacht, das wird mir einfach nichts bringen, weil anders Gear ist zu hoch. Und übrigens, der Perk auf dem Ding ist auch noch der beste, also der Biss, Stat. Das heißt, du ziehst uns in Zukunft jetzt durch. Sehr gut. Ja. Mit meinem krassen Damage hier, wie man sieht. Mal gucken, warte, ich scrolle und scrolle. So, gibt ja zum Glück nicht so viele DDs, da bin ich nicht ganz unten. Unter den Tanks bin ich nicht. Nee, aber war sehr sauber, würde ich sagen. Der einzige Weibbauer nach Hand. Boah, bei Aluriel. Aluriel, das mit dem Max. Ja, Aluriel ist ein mit der schwierigsten Bosse generell von der Mechanik her, finde ich. Wir hatten einfach zu wenig Ranges, damit es einfach wird, das alles. Ja, also ist da nicht eine schwere Mechanik. Oh, hey. Ja, aber mit der Konstellation ist es halt. Andreas Hamar first kauft, gell, du Lolli, da warst du nur nicht. Ja, da war ich gedanklich schon dabei. Ja, ja, aber darauf vorbei. Wie wär's denn nochmal mit einem Foto? Geh mit uns clear. Ja, ich glaube, ich habe nicht mehr genug Pizza. Ich glaube, wir haben einen schon. Ja, müssen wir nochmal alle wieder glitzern. Oh, Kaldo. Können wir mit Kaldo ranporten? Wir können so machen, dass Nix da dann das Bild macht. Nein, das ist voll das Falsche. Ja, was weiß ich, klickt das nicht. Das ist in einer anderen Leiste hier irgendwo. Kann sich nochmal jeder Gesundheitsstein nehmen? Vielleicht mal. Ja, irgendwer muss nochmal klicken, wenn ihr da. Ja, ich bin doch da. Also, ja, zu zwei geht's nicht. Aber ich zähl doch für zwei. Das ist jetzt positiv und negativ, wenn du das ja, was machen wir jetzt? Nochmal Kaldo ranporten für Foto. Ja. Oh, wirklich? Ja. Ja. Wir sind durch. Hallo, Gilden Raid, hallo? Hallo? Ich bin dafür, dass ihr euch im Halbkreis um mich rumkniet. Um dich, ja, bestimmt. Ey, das sind richtig gut. Aber nur bitte mit dem Mount. Harry, stell dich ran. Moment. Oh, mach die Mountains weg. Das war gerade Selfie-Kamera. Aber warte, Harry glitzert noch nicht, das müssen wir ändern. Oh, mach kurz den Gelb. Oh, liegt wieder am Boden, passt. Ja, Harry, du darfst jetzt nicht glitzern. Ich bin was Besonderes. Ja. Hier, du kriegst levitieren. Jo! Wenn du mir levitieren so, kriegst, fliege ich dann auf der Wolke. Nix. Ohne Mount. Einfach mal den Arsch in die Kamera halten. Auch kann die Sprechblase von dem Viech weggehen, danke. Die nicht alle im Bild. Mit der. So. Du stehst in vor mir. Leicht, ich setz mich jetzt doch hin. Gut, jetzt ist gut. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt alle wieder im Kreis helfen und juhu, sprudeln. Wuhu. Und dazu kann man dann auch sagen, tschüss. Jeder hat eine Viole, nur ich nicht. Wir müssen das ändern. Arion! Was? Auf geht's! Nein. Tschüss, Stream! Du bist runtergesprungen! Ja, natürlich! Hast du schon Tschüss, Stream sagen? Ja, ja, war ja, schon. Alles gut. Dann aus. Und was soll Film schauen? Jetzt nochmal das Ganze auf Hero. Genau! Ich hab gedacht, das war ja.
Oh, Illidans Schwerter sehen so schön aus. Kannst du die ja holen? Das war einfach zu einfach. Die droppe ich eh nie. Ja, du kannst sie auch gar nicht droppen. Man braucht sowieso nicht mehr, man muss ja nur noch einen Timewalking machen. Nee, aber da brauchst du brauchst sie davor. Du musst sie davor schon auf deinem Account haben. Das ist nur, dass man es gleich hat. Dann ist der Account weit, sonst musst du es mit den... Brauchst du den Erfolg? Ja, mit irgendeinem deiner Charaktere brauchst du den Erfolg. Und welche dann musst du ins Timewalking. Einmal den... Doch, einmal das haben sie... Guckst du... Guckst du einfach auf Buff, da haben sie es genau im Detail zusammengefasst, wie der finale Stand ist. Mal Buffed. Wir als Buffed-Gilde, gell? Oh. Das ja gar nicht alle wissen wahrscheinlich, die hier sind. Herrlich. Wo sie herkommen, was ihre Roots sind. Was so eine Roots sind. Ihre Roots, jawohl. Route 66. Was ist jetzt schon? Wir sind irgendwas machen. Ui, ja, Michel. Ich hab einen Dreier verlies. Guck mal. Ja, bei mir auch. Hier ist selten, ne? 7500. Das hatte ich schon mal und das hat bei mir gefailt. Ja, aber. Bei mir war es auf 62% habe ich es hochgekriegt. Ist trotzdem gefailt. Die Chance ist aber mega schlecht bei mir. Meine scheiß Anhänger sind aber alle so low. Ab welcher Gegenstandsstufe sind denn die Missionsanhänger selten vom Gegenstandswert? Gar keine Gegenstandsstufe. Du musst die Quest nur hochleveln. Ja. Umso mehr sie auf Missionen schickst, dann kriegen sie EP. Das ist die Leiste, die du da siehst. Oder du nimmst sie als Begleiter mit. Das ist diese lila, der lila Balken, der unter... 10 Minuten. Gedauert. Ja, genau, das ist 110 sind die schon. Dann steht halt jetzt die Gegenstandsstufe drin. Und manche ja, sind und grün, du siehst das blau. Und ganz unten in diesem Viereck, ganz unten. Oder wenn du einen anklickst, hast du einen lila Balken unter dem Titel, ja, den sie jeweils haben. Ja. Das ist der Level Fortschritt. Der Fortschritt der Qualitätsstufe, besser gesagt. Achso, und manche das haben gar keinen Balken mehr. Ja, dann sind sie episch. Und dann haben sie. Nee, keinen Balken können sie nicht selten haben. Sind sie. Keinen Balken können sie nicht haben, dann wären sie schon auf einer Stufe, die sehr, sehr hoch wäre. Das würde mich wundern, würde, wenn du die hast. Weil ich habe die nicht. Ja, der eine hat keine. Bin ich noch keinen so. Begleiter auf Legendär? Nee. Ich schon. Die sind gar nicht orange, also können es nicht legendär sein. Ah, der hat noch keine Leiste, weil es so klein ist, dass es noch. Der ist gerade Level Up geworden, der hat eine EP. Aha! Also, deswegen hat er keine Leiste. Ja, gut. Nee, aber. Ja, meine Lieben, ich sage euch mal, Nacht, ich muss gut Nacht, Bro. Nacht, du. Jo, Nacht, ich muss unbedingt schießen. Baba. Buddy disconnected from your channel. Hallo. Ja, und wie geht die Gegenstandsstufe geht einfach mit Missionen hoch? Oder nein, die Gegenstandsstufe geht durch Gegenstände hoch, die du bei den Missionen rauskriegen kannst. Ist so, zum Beispiel Rüstungsteile. Es gibt ja, grün, und blau und 10, lila. 10 Gegenstandsstufe oder so. Und ja. ab wann ist nicht mehr grün, ab wann ist selten zum Beispiel? Oder? Das geht mit EP. Die Farbe und die Seltenheitsstufe änderst du eben mit EP. Item-Level änderst du mit den Rüstungssets. Ah, okay. Was und ist aktuell ist 900 maximal.